Moin Moin aus Hamburg. Heute ist Dienstag, der 30. November 2021, kurz vor Weihnachten. Ja, also wir sind in der Adventszeit, sag ich mal so. Kurz vor Weihnachten. Adventszeit. Mach mich nicht verrückt. Es ist natürlich, geht im November nicht nur jede Woche eine neue Kerze an. Es gibt auch jede Woche Carbonlaktat, das versprechen wir euch. Und wir, das sind euer Chefredakteur. Nils Fließhardt, guten Tag. Und meine Wenigkeit Frank Wechsel, ich bin euer Publisher. Und Nils, ich habe das beste Lob bekommen, was man als Podcaster bekommen kann. Jetzt bin ich aber mal wirklich gespannt. Ja. Am Samstagabend kam ein Mann auf mich zu und sagte, du bist Frank, ich hasse dich. Und da habe ich mir gedacht, ach du Scheiße, Corona-Schwurbler. Nein, aber es wendete sich alles zum Positiven. Der sagte nämlich, jeden Dienstag, wenn euer Podcast erscheint, dann geht meine Frau 2 Stunden zum Bügeln und ich bin in der Zeit tabu für so sie, nämlich. Weil sie nämlich nur euch lauscht und nur für euch da ist. Das finde ich doch gut. Das ist wirklich ein schönes Kompliment. Ja, aber ich würde mal sagen, es ist Win-Win. Er hat gebügelte Hemden, wir haben einen Fan und sie hat hoffentlich eine gute Zeit. Eben. Vielleicht hört er ja mit durch die offene Tür. Wer weiß. Heimliche Mitgelausche. Genau. Ja, das ist doch schön. Ich freue mich da auch immer drüber. Ja. Ist ja tatsächlich doch dann das ein oder andere Mal vorgekommen dieses Jahr, dass man dann angesprochen wird und das halt so, hey, oder wenn wir irgendwo reden, irgendwie so beim Check-in oder an irgendeiner Balustrade stehen oder so, wenn dann so, hey, deine Stimme kenne ich. Ja. Das ist schon irgendwie sehr, sehr witzig und auch sehr cool und es freut einen natürlich. Ja, das verfolgt einen selbst bis Südafrika, ne? Also selbst da ging es mir so, dass die Leute dann sagen, oh, deine Stimme, jetzt höre ich den ganzen Tag im Auto hier. Ja, es ist tatsächlich, also ich freue mich da sehr, sehr drüber, über das Feedback. Ja. Und geht mir ganz genau. Macht das ruhig weiter. Wenn euch irgendwas stört, können wir auch vertragen, wenn ihr uns ansprechen wollt, wenn ihr uns was mitteilen wollt. Wenn wir uns dann nächstes Jahr irgendwo sehen auf irgendeiner Wir sind Strecke. Ich muss noch einmal kurz ausholen, Thema Südafrika. Das Wichtigste, ich habe bisher noch keine Mail bekommen, dass ich qualifiziert bin für einen Ironman. Aber wir haben letzte Woche von Mr. Single Speed erzählt, von Uli Haupt, dem die Schaltung ausgefallen ist. Und von dem weiß ich inzwischen, er ist als Achter seiner Age Group bei 5 Slots nachgerutscht und wird in Kona starten. Sehr, sehr gut. Uli, mach es nochmal, ne? Auf dem kleinen Blatt nach Harvey und auf dem großen zurück. Herzlichen Glückwunsch. Ja, wir haben es ja letzte Woche gesagt, das ist halt wirklich der Spirit, weil wenn er aufgegeben hätte und gesagt hätte, Schaltung kaputt, kann alles nichts mehr werden, ne, dann wäre dieser Traum wahrscheinlich niemals in Erfüllung gegangen. Ja. Oder zumindest nicht so schnell. Ja. Und es ist halt einfach durchziehen, Bedingungen annehmen, weitermachen und gucken, für was es reicht. Ja. Aber ich muss trotzdem noch kurz über Südafrika sprechen. Südafrika war ja noch das Land des Ironman, als wir letzte Woche aufgenommen haben. Jetzt ist es das Land der neuen Virusvariante. Ich bin am Dienstag zurückgereist, war natürlich auch geschockt, wie alle anderen, als dann auf einmal Ende der Woche da Nachrichten aufpoppten. Es gibt eine neue Variante, die aus Südafrika auch schon nach Deutschland eingeschleppt wurde. Da war ich natürlich auch so ein bisschen alert. Ich habe mich aber sowieso, auch bevor diese Meldung kam, jeden Tag getestet oder testen lassen. Inzwischen auch mit PCR-Test. Ich weiß für mich jetzt zumindest sicher, dass ich nichts mitgebracht habe. Habe auch von anderen Triathleten nichts gehört. Die Problematik in Südafrika kommt aus der Provinz Gauteng. Das ist weit, weit im Norden gegenüber dem Ort, wo wir da waren. Aber man hat natürlich die Hubs, die Flughäfen und so weiter. Es sind auch noch Teile unserer Reisegruppe da unten, wissen auch nicht, wann und wie sie zurückkommen. Aber das Thema ist natürlich ernst. Also wir sind da alle im besten Wissen und Gewissen hingeflogen. Das zeigt einfach mal, wie fragil diese Welt ist. Also es hätte genauso gut aus Deutschland oder was weiß ich, woher eine Mutante kommen können. Ja. Von daher gab es auch ein bisschen Kritik an meiner Person, die ich dann noch so ein bisschen zurückweisen muss. Aber natürlich macht einen das Ganze sehr, sehr nachdenklich. Mhm. Und wird natürlich auch zu Überlegungen führen, wie können wir uns zukünftig da sicher aufstellen, weil ja, wie gesagt, die Welt ist fragil geworden. Man reist irgendwo hin und man weiß nicht, ob die Flieger zurück noch gehen. Ne? Also heißes Thema. Ne? Ja, leider. Leider. Ne? Ja, so hat an der Stelle Corona den Triathlon einmal mehr eingeholt, aber wir blicken ja insgesamt zurück auf ein Jahr, was es in sich hatte. Und in diesem Jahr gab es auch nach einjähriger Unterbrechung wieder große Rennen, große Athleten zu küren. Die Triathlon Awards 2021 sind ausgewertet, sind teilweise verliehen
Und darüber wollen wir heute sprechen. Ja, sehr gerne. Das ist auch nochmal ein schöner Anlass, nochmal zurückzugucken. Denn es war tatsächlich, es war natürlich noch nicht das ganz volle Programm, was wir uns gewünscht hätten. Sondern sind ja dann doch noch das ein oder andere Rennen ausgefallen. Aber es, du hast es gesagt, es war jede Menge richtig coole Triathlon-Action und auch so gute Leistungen, spannende Rennen. Da war ja viel Emotionen auch dabei und von daher durchaus, ja, ein würdiger Rahmen, um diese Awards zu verleihen dieses Jahr. Ja, letztes Jahr hätten wir uns schwer getan, da was darüber zu reden, deswegen gab es sie ja auch nicht. Und, genau. Aber dieses Jahr musste man sie wieder verleihen, genau. Definitiv. Dieses Jahr haben wir sie wieder verliehen, das heißt, ihr da draußen habt wieder abgestimmt, wir haben ausgewertet, wir haben das Ganze auch auf großer Bühne gemacht, auf der Selfish Night am Samstag und ein paar Auszüge davon, die werden wir euch heute hier mit auf den Weg geben. Und ja, bevor wir das tun, haben wir natürlich für diese Episode einen Präsenter. Diese Episode wird euch präsentiert von AG1. Das ist das Nahrungsergänzungskonzept von Athletic Greens. Ja, es ist nicht nur unser Präsenter hier, sondern auch redaktionelles Thema in der nächsten Triathlon-Ausgabe, denn wir haben das Ganze mal 10 Menschen zum Testen gegeben. Genau, wir haben unseren Lesertest, ja, da funktioniert das so, dass Menschen sich bewerben können dafür und das dann ausprobieren können und dann ungefiltert ihre Meinung dazu kundtun können, wie sie das denn fanden. Genau, wer das immer noch nicht weiß, Athletic Greens oder AG1 ist nicht irgendeine Pille, die man schluckt, sondern ist ein Shake, den man sich selber anrührt aus einem Pulver. Das Ganze wird mit Wasser gemischt und in der Form dann recht effizient vom Körper aufgenommen. Der Hersteller sagt, dass man damit eine gute, vollständige Nährstoffversorgung erreichen kann, denn 75 Vitamine, Mineralstoffe, Inhaltsstoffe aus echten Nahrungsmitteln sind in einer Portion drin. Also das ist nicht irgendwie was Synthetisches, sondern kommt tatsächlich aus der Natur. So sieht es auch aus, so schmeckt es auch. Ja, das Ganze wird, wie gesagt, im Wasser angerührt, einmal am Tag. Ein großes Glas oder so eine Shakerflasche, wer das Ganze unterwegs mitnehmen will, der bekommt auch das Ganze in Form von Travel Packs. Ansonsten ist auch da ein bisschen mehr an die Natur gedacht als vielleicht bei anderen Dingen, in dem die Verpackung einfach groß ist und man mit einem Löffel das da rausnimmt und nicht jeden Tag irgendwelche kleines Tütchen, oder Tütchen so aufreißt und entsorgt. Und das ganze Konzept richtet sich an alle, an Profisportler und Alltagshelden, wie AG1 sagt. Und es passt zu jeder Ernährungsform, egal ob Paleo, Keto oder vegan. Und wer das Ganze testen möchte, der findet unter dem Link athleticgreens.com/carbonlactat ein besonderes Angebot. Und zwar bekommt man zu seiner Erstbestellung 5 von diesen Travel Packs dazu und einen ganzen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2. Und die Tage werden so kurz wie lange nicht mehr. in 3 Wochen geht es schon wieder aufwärts. Ja, das ist ja schon fast geschafft. Genau, ich habe genug Sonne getankt, wie man an meiner pellenden Haut sieht. Also ich brauche momentan nicht ganz so viel Vitamin D3, werde demnächst wieder anfangen, das zu mir zu nehmen. Wie gesagt, wenn ihr jetzt bei athleticgreens.com/carbonlactat bestellt, bekommt ihr das dazu. Ja, die Triathlon Awards sind vergeben. Die Siegerinnen und Sieger stehen fest und darüber wollen wir nun miteinander und mit euch sprechen, denn es gab die ein oder andere Überraschung, auch die ein oder andere, den ein oder anderen erwarteten Ausgang. Bestätigung, wie immer man das auch nennen will, ne? Also der eine erwartet vielleicht so, der andere so, das kann man da ja immer nicht so sagen, aber es gab ja auch eine Neuerung bei den Kategorien. Genau, es gab eine Neuerung und zwar haben wir erstmals ausgeschrieben die internationalen Triathletinnen und Triathleten des Jahres. Und ja, ich würde sagen, steigen wir doch damit ein. Und das machen nicht wir mit unserer Stimme, die ihr kennt und vielleicht schon gar nicht mehr hören könnt, es sei denn, ihr bügelt gerade, sondern mit der Stimme des Triathlons, mit Hartwig Töne. Here we go. Meine Damen und Herren, die Triathletinnen und Triathleten, die Veranstalterinnen und Veranstalter haben abgeliefert und Sie haben gewählt. Wer sind die Besten der Besten des Jahres? Hier sind die Triathlon Awards 2021. Unsere erste Kategorie, die internationalen Stars des Jahres. Bei den Frauen geht der 3. Platz an eine Olympiasiegerin, die im Triathlonsport fast alles erreicht hat. Nicola Spierig aus der Schweiz.
Sie ist die aktuelle Olympiasiegerin. Und die Bermudas haben ihr einen eigenen Feiertag gewidmet. Platz 2 für Flora Duffy. Und hier kommt die Siegerin in der Kategorie Beste Triathletin international. Die Weltmeisterin 2021 im Ironman 70.3. Die Britin Lucy Charles Barclay. Ja, das war die erste Kategorie. Genau. Vielleicht, falls ihr euch jetzt fragt, was sind das für Videos, das ist quasi die Moderation, die die Menschen auf der Selfish Night gehört haben. Ganz genau. Hartwig Töne, genau, da eingesprochen, beziehungsweise aufgenommen, und das waren ja die Teaser sozusagen für die Verkündung dann. Ganz genau. Ja, Platz 1, 2 und 3. Lucy Charles Barclay, Flora Duffy und Nicolas Spirig. War das erwartbar? Hätte man auch würfeln können und die drei auch da rausziehen können. Und man hätte sicherlich auch die Plätze untereinander auch tauschen können. Das, was ich damit sagen will bei dem Geschwurbel, ist, dass sie es alle verdient hätten, ganz oben zu stehen, weil sie einfach alle dieses Jahr natürlich richtig abgeliefert haben. Ja. Auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Und dann kommt es halt so ein bisschen auf den Blickwinkel an, was man da als beste Leistung des Jahres quasi werten möchte. Wobei unsere Leserinnen und Leser, unsere Hörerinnen und Hörer und Userinnen und User, die waren sich relativ einig, denn das Votum ist sehr eindeutig. Lucy Charles Barclay hat 54% der Stimmen auf sich vereint, gefolgt von Flora Duffy mit 13,4 und Nicolas Spirig 12,6. Also da ist dann doch das Votum sehr eindeutig. Ja, Lucy Charles Barclay, eine Athletin, die auch hierzulande ja recht bekannt ist. Ich sag mal, allerspätestens seit dem spannenden Duell in Rot damals mit Daniela Bleimehl. Ja. Da hat sie, glaube ich, zum ersten Mal so hierzulande richtig für Aufsehen gesorgt. Und dann hat man ja gesehen, sie war die ewige Zweite. Und dieses Jahr hat es dann endlich mal funktioniert. Sie ist Weltmeisterin geworden in Utah beim Ironman 70.3. Und ich glaube, das hat letztendlich dann den Ausschlag gegeben. Ja, und ich glaube auch, das Ganze, wie sie sich präsentiert, wie sie ihre YouTube-Filme macht, wie sie auf Social Media agiert und auch mit ihren Ausflügen, die sie eben gemacht hat in die WTCS, wo sie interessanterweise ja gar nicht mit diesen großen Siegen dieses Jahr mit gar nicht so vielen Punkten konnte, bis sie dann letztendlich Weltmeisterin geworden ist. Aber damals der 5. Platz war es, glaube ich, in Leeds. Oder ja, ihr Schwimmen in der Olympia-Qualifikation, was so aus der kalten Hose kam, ihre Auftritte in der Super League, alles diese Dinge, die, glaube ich, ihr viel Sympathie eingebracht haben und einfach, wo auch gesehen wurde, dass sie einfach auch sich nicht geschont hat, ganz viele Formate angegangen ist, London Marathon ist ja auch noch gelaufen und so weiter, und das ist natürlich immer präsent bei so einer Athletin, das macht sie ja schon gut. Ja, auf jeden Fall. Ja, wir haben sie ja auch groß porträtiert, und das ist einfach auch, da ist einfach auch viel, sie geht viel an, riskiert dabei auch viel, finde ich. Also sie ist immer, begibt sich immer auf die Bühne auch mit dem Risiko, halt nicht abzuliefern. Ja, und das hat sich dann halt letztendlich zugespitzt auf die WM, und da hat sie es dann rausgehauen. Ja, wo es Sieger gibt, gibt es allerdings auch Verlierer, und da würde ich mal sagen, Platz 4 ist in dem Fall tatsächlich die erste Verliererin des Jahres. Eindrucksvolle Geschichten dieses Jahr, sehr emotionale, von Daniela Rief, die es nicht in die Top 3 geschafft hat. Ja. Die ja auch, als wir die Unterscheidung noch nicht zwischen international und national hatten, auch schon mal den Preis gewonnen hat im Votum unserer Community. Aber mit 8% der Stimmen jetzt nur in Anführungszeichen auf Platz 4. Ja. Ich glaube aber, ich meine, ich weiß nicht, wie viel Wert sie auf diese Auszeichnung legt, aber ich glaube, so ein Jahr spornt eine Daniela Rief auch an, es im nächsten Jahr besser zu machen. War halt viel los für sie, ne? Und es ist dann doch irgendwie auch so ein bisschen erschreckend, wie schnell das dann geht, dass man dann, wenn man jetzt böse sein will, so ein bisschen weg vom Fenster ist, ne? Ja, ja. Weil ich meine, wenn du jetzt mit Lucy Charles Barclay, ihrer ewigen Rivalin, da vergleichst, ne? 53,9 zu 8,2, das ist natürlich dann schon eine klare Ansage. Ja. Und ja, das kann
dann relativ schnell gehen. Obwohl es auch bei Daniela Rief ja so war, dass das ja trotzdem auch ein Jahr war, wo sie ja sogar auch noch Rennen gewonnen hat. Ne? Ja, es ist ja nicht so, dass sie sagt irgendwie so, ja, da war ja auch nichts dieses Jahr. Das kann man ja so definitiv ja einfach nicht stehen lassen. Wenn man mal reinguckt, 21, sie hat Ironman 73 Dubai gewonnen, sie hat Ironman 73 St. George gewonnen, sie hat den Ironman Tulsa gewonnen, sie hat den 73 Switzerland gewonnen und sie hat noch den Ironman Switzerland gewonnen. Also, ne? Fünf große Siege. Und was aber auch im Hinterkopf geblieben ist der Collins Cup, wo es halt einfach nicht funktioniert hat. Und eben bei der 73 WM Platz 11. Ja. Und das bleibt dann natürlich eben doch hängen bei einer Athletin, wo man es ja gewohnt ist, dass sie quasi alles gewinnt. Ja. Wenn sie dann einmal nicht gewinnt, tja, ja, dann geht das relativ flott, dass man einer anderen diese Partien schenkt. Ja. Finde ich aber tatsächlich jetzt, wo ich drüber nachdenke, immer mehr, also auch echt ein bisschen schockierend auch. Ja, auch schweizintern. Ich meine, Platz 3 für Nicolas Pirk ist dann fast auch so eine Wahl als Auszeichnung fürs Lebenswerk schon inzwischen, oder? Nee, das würde ich tatsächlich bei Nicolas Pirk dieses Jahr würde ich sagen, dass das absolut, also wenn, ich weiß ja nicht, ob die Menschen sich so viel Mühe machen, ne? Aber also gerade darüber haben wir ja hier auch schon häufiger gesprochen, ne? Er hat tatsächlich dieses Jahr 6 Rennen gemacht, irgendwie, also ab der Mitteldistanz oder wenn man denkt, auch noch 1 oder 6 inklusive der Olympischen Spiele. Und ihr 6. Platz bei den Olympischen Spielen war tatsächlich da ihre schlechteste Platzierung. Schlecht, in Anführungsstrichen. Du erinnerst dich, du warst vor Ort. Ja. Sie hat gekämpft wie eine Löwin, um da irgendwie wieder ranzukommen mit ihrer unnachahmlichen Art vorne drauf und so weiter. Ja. Und ansonsten hat sie halt einfach überall, wo sie am Start war, hat sie gewonnen. In Gran Canaria, in Weichsee, in Nizza, in Davos, Pagera, zack. Und wirklich namhafte Dinger einfach alle abgeräumt. Auf ihrem Trainingsrad. Auf ihrem, es ist ja ihr Wettkampfrad, was soll man dazu sagen? Es ist halt einfach so. Ja, ja. Sehr, sehr beeindruckend und über ihre ganze Lebensgeschichte haben wir schon auch schon so viel gesprochen. Auch eine Athletin, die zeigt, dass wenn man um die 40 ist, es überhaupt gar kein Problem ist, auch andere in die Schranken zu weisen. Und ja, also einfach sehr, sehr beeindruckende Saison. Und das Gleiche kann man natürlich über Flora Duffy sagen. Wo es einfach so das Beeindruckendste war, finde ich, bei Flora Duffy, dass sie das tatsächlich, ähnlich wie bei Christian Blumenfeld, da haben wir auch schon drüber gesprochen, tatsächlich dann eben auf diesen Tag so abliefern konnte, wo der Druck darin bestand, dass wenn man eine Favoritin benennen wollte, eigentlich man gesagt hat, ja, dann ist es vielleicht Flora Duffy, aber Favoritin für die Olympischen Spiele zu sein, ist auch eine verdammt harte Geschichte, glaube ich, oder? Ich meine, da kann wirklich so viel passieren. Absolut. Und ich fand's witzig, wie sie jetzt im Nachhinein, wenn man ihr auf Instagram folgt, die wirklich von einer Ehrung zur nächsten und dann eben auch auf dem Bermudas halt wirklich dieser ganz große Bahnhof da für sie aufgemacht wurde mit einem eigenen Feiertag, wie es gehört, und mit einem eigenen Hügel, Berg, wie man das nennen will, der jetzt Flora Duffy Hill heißt und so weiter. Das ist einfach schon großartig. Ja. Aber auch das hat sie sich verdient, zumindest, ich meine, wir sind hier nicht so nah dran, aber dadurch, dass was auch großes Engagement, sie geht da, glaube ich, auch in die Schulen, wenn sie da ist und so weiter, ist halt einfach ein riesiges nationales Vorbild. Mhm. Da ist doch schön, dass Triathlon sowas leisten kann. Ja. Gucken wir zu den Männern. Ja. Auf hier geht's. Hadi, du hast das Wort. Bei den Männern landet der Ironman 70.3 Weltmeister auf dem 3. Platz. Gustav Iden aus Norwegen. Auf Platz 2 beim Tree Battle Royale und in ihrer Wahl Lionel Sanders aus Kanada. Und das ist der Mann, der die meisten Stimmen in der Kategorie Bester Triathlet international gesammelt hat. Olympiasieger und Weltmeister Christian Blumenfeld aus Norwegen. Ja, Christian Blumenfeld aus Norwegen. Und als diese Wahl ausgeschrieben war und stattgefunden hat, da war seine Saison ja noch gar nicht zu Ende. Da wusste man ja noch gar nicht, dass er nochmal 7 Stunden 21 für eine Langdistanz benötigen würde nur. So ist es. Das wäre noch, glaube ich, bei den Stimmen noch oben drauf gekommen. Könnte ich mir vorstellen, dass das, wenn das schon gewesen wäre zum Zeitpunkt der Abstimmung, dass es dann vielleicht noch ein bisschen klarer ausgefallen wäre. Aber auch schon so ein klares Zeichen, dass sein Olympiasieg und auch die Art seines Olympiasiegs, glaube ich, das auch was ist, was einfach hängen geblieben ist dieses Jahr. Ja, absolut. Ja.
dieses alles auf eine Karte setzen und einfach losrennen. Ja. Das ist echt cool gewesen. Der Vorsprung nicht ganz so groß. 34,4% für Blumenfeld. Lionel Sanders hat 25,3% der Stimmen und Gustav Iden 22,6. Dann kommt eine relativ große Lücke zu Magnus Ditlev auf Platz 4, der nur noch 3,7% hat. Und dann geht es weiter mit Sam Long, Daniel Beckegaard, Alex Yee, Jonathan Brownlee, Vincent Louis und Joe Skipper. Den Namen wollte ich nicht sagen lassen. Ja, sehr gut. Vielen Dank dafür. Ja, Lionel Sanders auf Platz 2, wie so oft. Tatsächlich, ja. Also Platz 2 hat er, glaube ich, diese Saison, wie viel sehe ich hier in der Liste, ich habe es nebenher aufgemacht, 5-mal. Hat er dieses Jahr, ist er dann auf dem 2. Platz gelandet. 2 hat er gewonnen. Nämlich den Ironman 73 Texas und den Ironman 73 St. George. Ja. In damals diesem sensationellen Finish gegen Sam Long. Ja. Und ansonsten ziemlich häufig Zweiter geworden dieses Jahr. Aber dadurch natürlich auch immer präsent. Ja, vor allen Dingen auch präsent hierzulande natürlich im Tri-Battle Royale mit Jan Frodeno. Also ich glaube, das ist, wenn man in dem Rennen, in einem solchen Rennen Zweiter wird, dann kann man nur gewinnen, auch wenn man gleichzeitig Letzter ist. Aber diese Show mit Jan Frodeno, die hat ihn sicher hier auch nochmal präsent gemacht und ihm, glaube ich, auch einige Sympathien eingespielt. Ja, vor allen Dingen, weil es auch eine große sportliche Leistung war. Ne? Damals mit 7:43:30 war es ja trotzdem sehr, sehr gutes Rennen, was er da abgeliefert hat. Und nicht nur irgendwie, ja, ich bin jetzt hier auch dabei, sondern ja, zumindest, also er ist auch dran geblieben. Und ich erinnere mich damals noch beim Laufen, wo eigentlich klar war, das wird jetzt hart, die letzten Kilometer, das noch ins Ziel zu bringen. Und er aber auch wirklich echt gelitten hat. Und da diesen Schalter umzulegen und zu sagen, ich laufe das jetzt trotzdem noch, es wäre eigentlich vollkommen egal gewesen. So, ne? Es wäre einfach klar, Frodeno ist gleich eh schon im Ziel. Und ich muss jetzt halt hier das irgendwie noch über die Bühne bringen, da mental so stark zu bleiben und zu sagen, ich kriege das noch hin, da jetzt auch eine richtig gute Zeit abzuliefern, das hat mir schon so aus der Beobachtung damals aus dem Feld raus, im Regen, in der nassen Wiese, schon sehr viel Respekt abgenötigt. Ja, ne, für mich wirkt der so ein bisschen wie so eine Aufziehfigur. Und dann, der ist ja noch nicht durch mit seiner Saison, der startet ja nochmal. Genau, einen gibt er sich noch beim 73 Indian Wells. Jetzt am Wochenende. Es gibt noch Triathlon, also wir haben jetzt nicht nur Lebkuchen, es gibt noch Triathlon. Ja, tatsächlich. Am Wochenende. Wir machen keine große Vorausschau aufs Wochenende, aber sag mal kurz, wir haben 2 Rennen in den USA, die es so ein bisschen in sich haben. Genau, also beim angesprochenen Ironman 73, da wird es tatsächlich vor allem bei den Männern interessant. Da, wie soll man sagen, da sind so ein bisschen, also sind etablierte Namen gegen auch sehr interessante neue Namen auf der 73-Distanz. Also Lionel Sanders, hast du gesagt, der will sich das dann nochmal, ich weiß nicht, ob er sich nochmal richtig einschenken will. Keine Ahnung, ob er das einfach nutzt, um nochmal für ein gutes Get-Together da zu sein. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass er da mit seinen Kumpels auch hinfährt und so weiter. Okay. Aber ich weiß es nicht, keine Ahnung. Er ist ein Profi, er steht auf der Profiliste, also wird er wahrscheinlich auch eine Profileistung da nochmal ab. Und es geht ja auch immer ein bisschen um Geld. Ist ja auch nicht so, dass es da nichts gibt. Ja. Aber interessante Namen, die sonst noch da, Miki Takold aus Dänemark, Thor Bennix Madsen, auch aus Dänemark, auch interessante Typen, haben wir schon drüber gesprochen. Und dann lohnt nochmal ein Blick auf wirklich sehr, sehr schnelle Jungs von der Kurzdistanz. Also Helle Geens steht drauf. Der Belgier. Jorik van Egdem aus den Niederlanden und Vincent Louis. Ja, von euch auf Platz 9 gewählt in unseren Awards international. Aber das ist natürlich ein Name, der für Aufsehen sorgt, der ehemalige Kurzstreckenweltmeister. Ja. Ja, und Modellathlet aus Frankreich. Viele junge Mädels haben wir hier auch intern im Team gehört von Töchtern, mögen ihn wegen seiner tätowierten Eule. Ja. Was sagt der Tattoo-Fachmann dazu? Gut. Gute Größe gewählt. Nicht zu klein. Go big or go home. Okay. Das ist tatsächlich der Fehler, den ganz, ganz viele bei ihren Tattoos machen, dass sie zu klein anfangen und zu kleine Tattoos wählen und sich dann am Ende ärgern, dass dann irgendwo so ein kleiner schwarzer Fleck ist. Bei manchen wachsen die auch mit. Das geht auch, ja. Weiß ich was. Da muss man auch, aber auch vielleicht taktisch klug die Stellen wählen, die nicht so schnell mitwachsen. Ja, ne? Sein erster Start wirklich in einem offiziellen Ironman 73. Ja, er hat schon so Zwischenformate gemacht, aber natürlich interessant, das kennen wir ja aus vergangenen Olympiazyklen. Nach Olympia probieren sich einige aus. Jetzt ist natürlich, kann es für Vincent Louis nur das Ziel sein, in Paris
vorne mitzumischen bei den Olympischen Spielen. Von daher wird der Ausflug wahrscheinlich nicht zu intensiv und lange sein. Vielleicht auch Teil seiner Strategie Paris 24, ja, aber auf jeden Fall was, wo wir drauf achten werden. Ja, ja, klar. Und auch im Hinblick darauf, ob es eben auch auf die Langdistanz dann irgendwann auch geht. Ja. Das wird schon spannend. Ein Name noch, der mir noch hier gerade aufgefallen ist, ist Ari Klau. Den kennt man, wenn man Lionel Sanders Trainingsvideos anguckt. Das ist nämlich sein sehr schneller Lauftrainingspartner mit dem fantastischen Bart. Ich habe jetzt die ganzen richtigen Hintergrundinformationen hier nicht parat, aber mir ist der Name gerade halt eben hier aufgekommen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es sein erstes richtiges Rennen als Profi-Triathlet ist, also zumindest bei den großen Rennen, aber der ist auf jeden Fall schnell. Da wollen wir mal gucken, ob nur, dass wir nicht überrascht sind, wenn er dann auf einmal irgendwo auftaucht. Der ist, glaube ich, auch auf einer Mission. Ich glaube, bei sein offizieller Berufstitel ist auch professioneller YouTuber. Und, aber offensichtlich auch mit Profilizenz ausgestattet. Also da gucken wir mal drauf, wie der sich so schlägt. Ja, sollen wir gerade die Runde noch machen und auch über Daytona sprechen, wo wir jetzt hier bei den internationalen Topstars sind? Ja, genau, das ist nämlich tatsächlich auch wirklich international. Also da ist es so, dass am 4. Dezember das Rennen stattfindet in Daytona. Man kann, jetzt hast du mich ein bisschen unvorbereitet getroffen, aber ich glaube, man kann es wieder auf Facebook verfolgen. Gegen, glaube ich, $1,99, wenn ich mich richtig erinnere, war das so? Irgendwas war da mal, genau. Genau, am sowas. Samstagabend unserer Zeit, ich glaube so gegen 19 Uhr, ich bin mir nicht ganz sicher, werden wir nochmal nachreichen in der Vorberichterstattung. Genau, und da wird es dann tatsächlich auch nochmal wirklich international und auch interessant. Also es wird mit Christian Blumenfeld geworben. Eurem Triathleten des Jahres international. Ja. Genau. Ich habe bei ihm jetzt noch nichts gefunden, auf dass er sich geäußert hatte, I'm on my way to Daytona oder so. Aber ich gehe davon aus, dass er dahin fährt, weil sonst wäre das wäre irreführende Werbung, dass man vielleicht da $1,99 überweist. Aber er bekommt es auch tatsächlich mit einigen Bekannten zu tun, die auch in Daytona eben beim letzten Rennen auch eine Rolle gespielt haben. Also Ben Canute steht hier, Rudi van Berg, Magnus Ditlev. Euer Vierplatzierten, ja. Über den wir ja schon so oft gesprochen haben. Ja. Der auch da damals eine gute Figur gemacht hat und dann es nicht ganz gereicht hat. Ja, ja. Hinten beim Laufen raus. Matt Hansen. Andrew Starikovic, immer gut für Krawall auf dem Fahrrad, also auch einer, den man da kennt. Colin Chartier, sehr, sehr, sehr schneller Mann. Thomas Davis habe ich hier noch mit stehen. Also wird international. Mal gucken, wer es dann tatsächlich dann auch da wirklich an die Startlinie schafft und das auch durchzieht. Wie gesagt, angekündigt war ja quasi, als das mal verkündet wurde, das Who des Triathlon. Also da standen noch ganz, ganz viele andere Namen, aber auch ganz viele haben ihre Saison einfach beendet und den Stecker gezogen und gesagt, ich wäre gerne gestartet, aber die letzten Rennen haben mir gezeigt, es reicht jetzt erstmal. Und vor allen Dingen auch mit St. George im Blick, dass man da jetzt einen vernünftigen Aufbau macht und einfach die Zeit jetzt auch für den Urlaub nutzt. Ist ja auch mal. Ja, oder für die ersten Trainingslager. Ich weiß, wo die Truppe Giesmann, die startet schon wieder jetzt nach Mallorca. Genau, und das geht vielen so. Auf Malaga habe ich auf Malaga. In Malaga ist ein Trainingslager, wo viele sind. Und das ist einfach die Zeit jetzt auch für einen Neustart. Und bei den Frauen ist es auch noch viel mehr eingedampft, aber auch interessant. Also Paula Finlay steht drauf, die da ja schon zweimal Back-to-Back gewinnen konnte. Ja. Also da ist, glaube ich, Ehrensache, dass sie antritt. Jackie Herring, Lucy Hall, Judy Simpson, die in Miami so aufgetrumpft ist. Also auf jeden Fall auch sehr, sehr spannendes Rennen. Und ich finde ja, und das wird sich dann auch zeigen, dann so ein bisschen in der Rückbesinnung, wie dann eben dieses Fahren auf dem Renntrack da tatsächlich auch, war ja letztes Jahr so ein bisschen eine Überraschung für viele. Ja. Dass die Belastung halt, wenn man so gar nicht irgendwie mal aufstehen kann oder mal abbiegen oder mal einen Berg hoch, dass das was anderes ist als das, was man sonst so kennt. Ja, also kurzer Ausflug nach Daytona. Wenige Deutsche sind auch am Start. Anne Reischmann bei den Frauen, glaube ich, unsere 10-Platzierte der 73 WM, ist unterwegs dorthin. Ja, also wie gesagt, so im Detail kann ich dir das jetzt gar nicht sagen, wer jetzt alles da ist, aber das war so ein paar Namen, die mir über den Weg gelaufen sind, auf jeden Fall. Ja, gucken wir mal weiter, was so in der Abstimmung unserer Leser herauskam bei den anderen Kategorien. Wir haben noch ein paar vor uns. Wir gehen da chronologisch genauso vor, wie wir es auf der Bühne gemacht haben. Wir kommen jetzt zu den Aufsteigerinnen des Jahres. In der Kategorie haben wir es anders gemacht als bei den anderen Kategorien. Wir haben drei Namen nominiert, auch
genau begründet, warum wir sie nominiert haben. Und da war dann die Auswahl sehr einfach oder es gab nur diese Auswahl. Bei den anderen haben wir jeweils 10 nominiert. Es gab aber durchaus auch die Möglichkeit, im Freifeld einzutragen. Und ja, Hadi, du hast wieder das Wort. Hier sind die Aufsteiger des Jahres 2021. Wir beginnen mit den Frauen. Erste Profisaison und gleich Top 20 bei der Ironman 70.3 WM. Platz 3 für Katharina Krüger. 2021 war das Jahr des Durchbruchs für eine Mitteldistanzlerin. Anne Reischmann landet bei der Ironman 70.3 WM in den Top 10 und in ihrer Wahl auf Platz 2. Wenn in einer Viertelstunde alles zusammenpasst, dann wird das mit dem Olympiaticket belohnt und mit dem Titel Aufsteigerin des Jahres. Der Sieg in dieser Kategorie geht an Annabelle Knoll. Ja, das waren die Aufsteigerinnen des Jahres. Annabelle Knoll hat sich durchgesetzt mit 42,8% und es war sehr knapp, denn Anne Reischmann ist auf 41,3% gekommen. Das heißt, nur 1,5 Prozentpunkte. Katharina Krüger dann mit 15,9%. Also ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der Mitteldistanz und der extremen Kurzdistanz, weil ich denke mal, Annabelle Knoll ist vor allen Dingen gewählt worden für ihre Qualifikation zu den Olympischen Spielen, ja, für das Durchsetzen gegen die gesamte deutsche Kurzstreckenelite in Kienbaum bei einem Triathlon, den es so höchstwahrscheinlich nie wieder geben wird. Hochspannende Geschichte, ganz besonderes Format. Eine der Dinge, die mir in Erinnerung geblieben sind aus diesem Jahr 2021. Ja, total. Vor allen Dingen auch, weil das eben auch dieses wirklich auf den Punkt Dasein da ja extrem gefordert war, diesen Tag, ne? Und mit ewig langem Anlauf, ja, kann man ja auch sagen. Und das hat sie einfach fantastisch gemacht. Ich war ganz überrascht. Ich habe die Tage einen Post von ihr gesehen, wo sie ihr neues Olympia-Tattoo gezeigt hat. Sie hat sich die Olympischen Ringe tätowieren lassen und sie hat gesagt, sie hat ganz lange damit gehadert. Eigentlich hat sie immer gesagt, das ist das einzige Tattoo, was sie sich machen wird. Und dann hat sie ganz lange überlegt, ob sie das überhaupt machen soll, weil sie die Spiele nicht als so wahrgenommen hat, im ersten Moment, wie sie das gehabt hätte. Sie war quasi enttäuscht von ihrer Leistung dann im Einzel und hat sich halt gefragt, ja, ist man quasi durch so eine Leistung berechtigt, sich die Ringe tätowieren zu lassen? Und ist dann, Gott sei Dank, muss ich sagen, tatsächlich zu dem Entschluss gekommen, ja, das war diese Reise, die ich angetreten habe und da gehört halt eben auch dazu, dass ich sie antreten durfte und dass ich mich halt qualifiziert habe in Kienbaum und dass ich das geschafft habe, da hinzukommen. Und ich würde auch so weit gehen und auch ihre Leistung dann im Team Relay. Ja. Einfach, sie hat da so viel Kämpfernatur bewiesen und einfach auch sich da in den Dienst gestellt und so. Absolut ist sie berechtigt, dieses Tattoo zu tragen. Ja. Also ein Muss. Deswegen Glückwunsch zum Tattoo und ja, Glückwunsch hier zum Sieg. Ich hatte eine ganz besondere Ehre am Samstag. Ich durfte nämlich zum ersten Mal in meinem Leben ein olympisches Diplom in der Hand halten. Das weiß niemand, dass es das gibt, ja. Jeder weiß, es gibt Gold, Silber, Bronze für die Plätze 1, 2, 3. Aber es gibt noch eine überdimensionale Urkunde, die sich olympisches Diplom nennt, okay, die alle bekommen, die auf den Plätzen, ich weiß nicht, nehme an, dass die ersten, zweiten, dritten das auch bekommen, aber bis Platz 8 wird das verliehen. Ein olympisches Diplom, also das was ist quasi eine Zahl. Ja. Platz 8. Ja, das ist Platz 8 ist so aus den klassischen Disziplinen Schwimmen, Leichtathletik, da gibt es 8 Bahnen, ja, das ist okay. Der Finaleinzug. Der Finaleinzug, ja, und dann entsprechend auch im Tennis wahrscheinlich Viertelfinaleinzug und sowas. Das wird dann mit einem olympischen Diplom bedacht, hat was Ehrwürdiges, ist ein ganz edles Papier und hatte wirklich irgendwie, es strahlt irgendwas aus, das in der Hand zu halten, auch wenn da jetzt nicht mein Name drauf stand, aber es ist trotzdem irgendwie, es fühlt sich würdevoll an, sowas mal zu sehen. Ja, ja. Sehr, sehr gut. Wessen Name stand denn drauf? Ja, Annabelle Knoll. Ja, genau. Das hast du nicht gesagt. Ja, eben für Platz 6 im Mixed Team Relay. Ja. Also das darf man nicht vergessen bei allen Enttäuschungen, die vielleicht auch die Spiele mit sich gebracht haben. Es ist immerhin der 6. Platz jetzt auf dem Weg, den auch der Sportdirektor beschreibt. Wir sind auf dem Weg und wir sind erst bei einem Drittel angekommen. Wir wollen wirklich 24 und vor allen Dingen 28 dann performen. Ja.
Ich habe es ja hier auch schon gesagt, ich bin schon auch mit dem diesjährigen Abschneiden sehr glücklich gewesen. Also von daher, von mir aus gerne noch besser. Aber deswegen, also das war mir, als ich das gelesen habe, habe ich echt gedacht so, doch unbedingt verdient und unbedingt machen. Olympiatattoo. Gibt ja wenige Dinge, die man, also ich meine, ist ja ganz ureigener Antrieb, so eine besondere Station im Leben, besondere Dinge durch ein Tattoo festzuhalten. Und ich meine, da bieten sich die Ringe halt an. Als Brille für die Eule. Ja, das kennt man. Ja, genau. Gott, ja, schön drüber. Wir werden das noch wahr machen, Nils. Das Thema Tattoos im Triathlon, das nehmen wir uns nochmal etwas intensiver vor. Ja, Frank, das können wir machen. Ich hab gute Adressen für dich. Nein. Also das schließe ich definitiv für mich aus. Ich meine, ich bin ja schon inzwischen so weit, dass ich sage, ich probiere das mit diesem Vegan mal aus. Aber Tattoo, nee, das, da bin ich raus. Ah, doch, das ist eine gute Geschichte. So. Ja, wie gesagt, Annabel Knoll knapp vor Anne Reischmann. Anne Reischmann, wie gesagt, auf dem Weg, hat noch ein Rennen vor sich, hat dieses Jahr ordentlich performt. Ja, also genau, und deswegen auch ja nominiert, ne, weil man sagen kann, irgendwie so, das ist halt wirklich so, ich glaube, so ein bisschen, ja, es ist ihr Durchbruchjahr gewesen. Ja, ne, absolut. Mehrere Podiumsplatzierungen auch gewonnen, ihren ersten Ironman 73, Platz 10 bei der 73 Weltmeisterschaft. Doch. Auf jeden Fall. Dieses Jahr. Gut, gucken wir zu den, können wir sagen, Jungs, wenn es Aufsteiger sind? Zu den männlichen Aufsteigern. Ja. Also, Hadi, here you go. Ah, und jetzt habe ich, einen Fehler gemacht, sorry. Hadi braucht noch einen kleinen Moment, denn, so, Hadi, jetzt darfst du. Zu den Männern in der Kategorie Aufsteiger des Jahres. An einem Samstag in Hamburg gewann er sein erstes Rennen in der World Triathlon Championship Series. Am Sonntag legte er mit dem DTU-Quartett noch einmal nach. Platz 3 für den neuen Kurzstreckenstar Tim Hellweg. In der Bundesliga kannte man ihn schon. Doch auf den längeren Strecken liegt seine Zukunft. Er war bester deutscher Triathlet bei der Ironman 70.3 WM und landet in ihrem Ranking auf Platz 2. Mika Noth. Und hier kommt der Aufsteiger des Jahres, der die Mitteldistanzszene 2021 so richtig durchgeschüttelt hat. Bronze bei der EM und Gold in ihrer Wahl geht an Jan Stratmann. Ja, die Plätze 3, 2 und 1. Tim Hellwig, fangen wir an mit dem dritten Platz. Das war sicher sein Wochenende hier in Hamburg. Gleich zweimal als erster durchs Ziel zu laufen. Und spannend war's. Ja. Es war ja, das ist ja halt immer, ne, es ist leider fast ein bisschen untergegangen, so, ne, das Event an sich, weil halt dann die ganz großen Namen zum Teil halt nicht da waren. Aber das soll ja dann eben die Leistung nicht schmälern. Und wie gesagt, die Spannung vor allen Dingen. Also das war, da erinnere ich mich noch sehr gut dran. Das war ein gutes Wochenende. Sagen wir mal so. Ja, ne? Also more to come. Hamburg, ja, in zwei Jahren Weltmeisterschaft auf den ganz kurzen Distanzen. Und da haben wir einige heiße Eisen im Feuer. Da wird es sicher nicht langweilig in den nächsten Jahren. Da kommen noch welche nach. Also wir haben Henrik Graf als Junioren-Europameister. Also um die Zukunft brauchen wir uns da relativ wenig Sorgen machen, weil wir auch eine gewisse Auswahl an Athleten haben. Und jetzt haben wir diese Olympischen Spiele mit ja zwei doch schon erfahrenen Athleten gehabt, mit Jonas Schomburg und Justus Nieschlag. Und die müssen sich, glaube ich, warm anziehen, wenn es dann in die nächste Qualifikation geht. Das ist ja auch gut so. Und so muss es sein. Ne? Ja, Tim Hellwig sicher da einer der Kandidaten. Platz 2 und 3, zwei Mitteldistanzler. Also der Abstand relativ deutlich. Jan Stratmann 49,6%, Mika Noth 34,1%. Ja, beim großen Saisonfinale, ja, der 73 WM, wenn man das mal so sagen darf, hatte Mika Noth die Nase vorn, aber Jan Stratmann, der hat auch starke Rennen geliefert und performt. Ja, ja, genau. Also das haben wir ja auch in der Zeitschrift auch drin gehabt, dass wir gesagt haben, so, das ist einfach sein richtiges Durchbruchjahr gewesen dieses Jahr, ne? Mit eben bei wirklich stark besetzten Rennen dann im Sommer Challenge St. Pölten zweiter Platz, dann eben in Elsinore den dritten Platz und
Zell am See gewonnen, da war es dann wirklich so, jetzt hat es geknallt und jetzt hat es dann, ja, also die Weltmeisterschaft hat da nicht ganz so geklappt, wie er sich das auch gewünscht hätte, aber mal Schwamm drüber, ne? Da, da ist deutlich ja noch was möglich in den kommenden Jahren. Und ich finde halt, was ich bei Jan Strattmann so cool finde, ist auch eben dieses Reflektierte und das dann auch analysieren und sagen so und Haken dran und jetzt gucken wir wieder und konzentrieren wir uns wieder auf das. Also ich finde das extrem professionell, wie er auftritt. So, das finde ich. Aber im positiven Sinne. Ja. Also sehr, sehr fokussiert. Ja. Alle beide, Mika Noth und Jan Strattmann, haben gesagt, dass sie im nächsten Jahr auf jeden Fall auf der Mittelstrecke bleiben, noch keine Langdistanz in Angriff nehmen. Das gilt auch für Frederik Funk, der ja da sich richtig etabliert hat und festgebissen hat in der Spitze. Ja. Großes Pech gehabt hat mit seinem Raddefekt bei der 73 WM. Aber wir haben nächstes Jahr vor allen Dingen eine sehr lange Mitteldistanz-Saison vor uns. Die 73 WM ist ja dann erst nach Hawaii Ende Oktober. Ja. Also 1,5 Monate später als in diesem Jahr. Da passen eine ganze Menge Rennen vorher rein. Und da ist dann wird es spannend, wie weit den beiden Strattmann und Noth da der Anschluss gelingt. Ja, also eben bei beiden, ne? Also die hätten jetzt auch beide da auf Platz 1 stehen können. Ja, auch Mika Noth mit seinem Sieg in Frankreich und dann auch noch, da darf man auch nicht vergessen, den 73 Lanzarote, wo er hinter Daniel Beckegaard Zweiter geworden ist und gleich wirklich aus dem Stand da und Jan Strattmann Vierter übrigens bei dem Rennen und in diesen dänischen Angriff, den es da damals gegeben hat. Thor Bennigs-Madsen, den Namen haben wir vorhin schon gesagt, der war Dritter damals. Und das ist halt einfach dieses, und das fasziniert mich bei Mika Noth auch so, dieses wirklich aus dem Stand da gleich mal so rein in die Weltspitze. Und ein Name, den man jetzt da, und das wird natürlich dann zweite Saison auf diesem Niveau, ne, wenn man den Namen kennt, wird natürlich dann spannend. So, ja. Ne, kann man das halten, das Niveau? Wie macht er sich dann verrückt? Geht er anders in Rennen rein, dieses Unbekümmerte? Kann er das weiter dann zeigen? Werden wir sehen. Aber auch da eben sehr, sehr coole Namen mit sehr guten Aussichten. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also da, auch da, wie schon bei Tim Hellwig, braucht man momentan keine Nachwuchssorgen aus deutscher Sicht haben. Ist eigentlich ganz gut verteilt, ne? Ja. Wir haben wirklich von in der oberen Altersklasse über Mittel bis ganz jung sehr gut, sind wir da sehr gut aufgestellt. Ja. Kommen wir zur Triathletin und zum Triathleten des Jahres aus deutscher Sicht durch die nationale Brille. Da haben wir ebenfalls 10 Namen nominiert. Es gab aber auch die Möglichkeit, weitere Namen zu nennen. Insgesamt sind da 32 verschiedene Namen ins Spiel gekommen. Wir haben hier für euch die Top 3. Wir übergeben wieder an den Kollegen Hartwig Töne. Das Jahr 2021 hat viele Siegerinnen und Sieger gesehen. Doch wer sticht mit seinen Leistungen, aber auch mit seiner Persönlichkeit aus allen besonders hervor? Meine Damen und Herren, hier ist die Wahl zur Triathletin des Jahres. Der Sieg in Hamburg war eines von vielen guten Rennen 2021, auch wenn ihr beim Saisonhighlight in Tokio noch das Quäntchen Glück gefehlt hat. Platz 3 geht an Laura Lindemann. Auf Platz 2 haben Sie eine Frau gewählt, die 2021 Ironman-Europameisterin wurde. Glückwunsch an Laura Philipp. Und der Sieg in der Kategorie der deutschen Triathletin des Jahres geht an eine Athletin, die von sich selbst sagt, dass Langsamlaufen keine Option ist, auch wenn sie noch so viel Vorsprung hat. Wir gratulieren der Rotsiegerin Anne Haug. Ja, Anne Haug, unsere noch immer amtierende Ironman-Weltmeisterin. Wir haben sie am Samstag zugeschaltet aus ihrem Trainingsdomizil auf Lanzarote. Die ist schon wieder heiß. Die ist schon wieder mehr als ihr zweites Zuhause. Ja, ich glaube, sie macht gerade eine Charity-Aktion, wo es darum geht, in diesem Dezember mehr Schritte als sie zurückzulegen, das wird verdammt schwer. An bei der Schrittfrequenz, die sie an den Tag legt, wenn sie läuft. Ja, also
Anne Haug 42,9% vor Laura Philipp 34,8%. Siehst du diese Reihenfolge auch auf den Rennstrecken des Jahres 2022? Und das ist die große Frage. Das hatte ich mir gerade vorhin zurechtgelegt, dass ich gesagt habe, dass wir ja schon ganz viel jetzt darüber geredet haben bei den Männern. Ne? Wer hat da wohl so die Nase vorn, wenn dann wirklich alle mal zusammen sind? Bei den Frauen wird das nicht weniger interessant. Ne? Also alleine, wenn du Laura Philipp und Anne Haug nimmst, ne? die beiden in Topform jetzt gegeneinander, dann nächstes Jahr. Oh, das wird schön. Ja, das wird, und damit sind wir ja nicht am Ende. Ne? Nimm die anderen, über die wir vorhin schon gesprochen haben, international dazu, nimm noch andere, die vielleicht von der Kurzdistanz noch dazukommen. Das wird extrem gut. Ja. Und ich meine, was Anna Haug dieses Jahr da bei der Challenge Rot abgeliefert hat, das war schon sehr, sehr, sehr beeindruckend. Vor allen Dingen, nachdem sie vorm Rennen gesagt hat, sie hatte das Gefühl, sie weiß gar nicht mehr so richtig, wie Triathlon geht. Ja. Das letzte direkte Aufeinandertreffen der beiden war dann wahrscheinlich Hawaii 19, oder sind die danach nochmal? In Challenge Daytona. Oh ja, okay. Genau. Da gab es natürlich, ja. Aber ja, da war natürlich mit der Zeitstrafe für Anne Haug. Das war noch nicht die Spitze dessen, was die beiden tatsächlich im Duell uns zeigen können, glaube ich. Ja, da kommt noch ein bisschen mehr zustande. Ja. Beide qualifiziert für beide Weltmeisterschaften auf der Ironman-Distanz im nächsten Jahr, genauso wie die Viertplatzierte in dieser Abstimmung, Laura Zimmermann, Siegerin des Ironman Hamburg. Ja, Laura, alles voll mit Laura. Genau, drei Lauras hintereinander. Ja, Laura Philipp auf Platz 2, Laura Lindemann auf Platz 3 und Laura Zimmermann auf Platz 4. Ja. Ne? Also, was ich auch recht interessant finde, auch viele Kurzstrecklerinnen in den Top 10, also Platz 5 für Annabel Knoll, über die wir eben schon gesprochen haben, Platz 6 für Lisa Tertsch, die eben ihren Traum von Olympia sich nicht erfüllen konnte, aber deutsche Meisterin geworden ist. Ja, Annika Koch auf Platz 8, ansonsten noch Langstrecklerin Anne Reischmann, über die haben wir eben gesprochen, Platz 7 in der freien Abstimmung zur Sportlerin des Jahres. Und um es komplett zu machen, Svenja Tös und Christine Liebhold, zwei erfahrene Langstreckenathletinnen auf den Plätzen 9 und 10. Jo. Ja, Laura Lindemann auf Platz 3, da fehlte tatsächlich, glaube ich, dann nochmal der finale Boost in Tokio, um da eben in der Wahrnehmung in der Triathlon-Szene mit Laura Philipp und Anne Haug mitzuhalten. Ja, war ja auch für sie ein steiniger Weg dieses Jahr, dahin auch nach Tokio und ja nicht, sicher nicht ganz optimal gelaufen die Saison für sie. Nee, ja, also da sehe ich es aber auch so, ich meine, das sieht die Triathlon-Szene, wir haben mehr als ein Eisen im Feuer, was die Langdistanz betrifft. Ja. Wir haben zwar eine aktive Weltmeisterin, eine amtierende, aber da ist durchaus Spannung drin fürs nächste Jahr. Ja, klar. Ich meine, Laura Philipp, darf man auch nicht vergessen, ist ja auch nicht mehr die Jüngste, aber Nein. Sie ist halt jetzt auch dann mit 34 auch wirklich da angekommen, weil ich meine, die Rennen, die sie dieses Jahr gezeigt hat, in Österreich oder eben auch in Finnland, das war schon wieder, ne? Also der Marathon auch in Österreich 2:44, 48 und das ist, das wird spannend. Ja, das wird gut. Auf jeden Fall. Wollen wir zu den Herren gucken? Guck doch mal zu den Herren. Gucken wir zu den Herren. Also, here we go. Hier ist wieder unser und euer Hartwig Töne. Hartwig Töne. Wer ist Ihr Triathlet des Jahres? Der Drittplatzierte hat mit seinen Langdistanzen in Tulsa und in Rot zwei echte Weltklasseleistungen gezeigt. Glückwunsch an Patrick Lange! Auf Platz 2 ein Mann der Gegenwart auf der Mitteldistanz und ganz bestimmt der Zukunft auf der Langdistanz. Wir ehren Frederik Funk. Und hier ist der Triathlet des Jahres 2021. Der Mann, der in diesem Jahr die 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer auf dem Rad und 42 Marathonkilometer so schnell absolviert hat wie niemand zuvor. Der Triathlet des Jahres heißt Jan Frodeno. Der Triathlet des Jahres heißt Jan Frodeno. Ich glaube, das konnte man erwarten. Trotzdem finde ich, sind da einige Überraschungen drin, allein in den Top 3. Patrick Lange auf Platz 3, wäre er auf Platz 2 gewählt worden, wenn die Strecke in Rot 180 Kilometer lang gewesen wäre, die Radstrecke?
Wenn wir wissen würden, wie schnell er dann insgesamt gewesen wäre, das wäre sehr interessant geworden, sagen wir mal so. Das ist ja alles in der Vor-Blumenfeld-Ära noch passiert. Ja. Also von daher, ja, gute Frage. Also ich finde, das ist vielleicht für einige überraschend, dass eben Patrick Lange nicht auf Platz 2 ist, sondern Frederik Funk dazwischen liegt. Und was vor allen Dingen überraschend ist, wenn man auf die Prozente guckt. Jan Frodeno auf Platz 1, 36,2%. Frederik Funk auf Platz 2, 35,8%. Nur 0,4 Prozentpunkte zwischen Frederik Funk und Jan Frodeno. Und ich glaube, das spricht dafür, dass die Triathlon-Szene in Deutschland ein gewaltiges Potenzial in Frederik Funk sieht. Und das, obwohl die WM eben nicht so gelaufen ist, wie er sich es gern gewünscht hätte. Die berühmte Frederik-Funk-Aktie, von der Sebastian Kienle schon gesprochen hat, ja, die gibt es ja schon ganz schön lange. Und das finde ich immer bei ihm dann so faszinierend, dass man fast das Gefühl hat, durch dieses Corona-Jahr ist das dann so ein bisschen ins Stocken geraten. Ne? Also da ist er ja auch in Daytona, Platz 17 nur, Challenge Daytona, also nur in Anführungsstrichen, war das Jahr 2020 so, war ja nicht so präsent, weil es einfach, weil es ja so früh losgegangen ist mit vielen Podiumsplatzierungen, 2018 schon, 2019 hat er in Lanzarote gewonnen, dann eben, wie gesagt, 2020 nicht so und dann jetzt eben, aber dieses Jahr hat es dann eben dann nach einem Stotterstart, würde ich sagen, ne? mit den Rennen in Gran Canaria und Riccione, die überhaupt nicht so funktioniert haben, wie er sich das vorgestellt hat. Dann eben Sieg in St. Pölten, Sieg Challenge Waldsee, Podium in Chamorin. Und ja, wie du hast es schon angesprochen, DNF bei der WM, da klar, hat er sich dann natürlich was anderes vorgenommen und dann aber jetzt am Ende dann halt eben auch nochmal in Pagera nochmal der Sieg. Ist viel zusammengekommen. Ja. Und er hat halt gezeigt, auch mit der Art, wie er eben die Rennen gestaltet, eben dieses mutige Radfahren nach vorne und Gas geben und so weiter, dass man, finde ich, bei ihm vergisst, dass er eben auch erst 24 ist. Ja. Also ja. Da ist halt irgendwie auch gefühlt, irgendwie, ja, oder nicht nur gefühlt, sondern seit Jahren ja jemand, der auf dem Podium steht. Ja, ja. Von daher, verdient. Und eben die große Frage, wann macht er den Schritt, ne? Wann geht er den und zu welchem Zeitpunkt sucht er sich den aus? Ja, das Ganze wäre eventuell noch anders oder klarer ausgegangen, wenn Jan Frodeno noch zum Zug gekommen wäre. Der hat ja letztendlich nur sein eigenes Rennen gemacht dieses Jahr. Naja, mit den Anfangsrennen am Anfang des Jahres war er schon auch noch präsent, ne? In Challenge Miami, Challenge Miami gewonnen und dann Gran Canaria gewonnen. Durchaus auch mit namhafter Konkurrenz. Es war ja nicht so, dass das da irgendwie so Kirmesrennen gewesen wäre, die er gewonnen hat. Also das muss man schon sagen. Aber klar, diese große Langdistanz gegen alle sozusagen, ne, die hat gefehlt. Ja. Und das hat man vielleicht so ein bisschen schon wieder fast vergessen, hatte Patrick Lange allerdings. Und das gleich zweimal, ne? Nämlich in Tulsa mit einem Wahnsinnsfeld. Nach langer Zeit ohne große Rennen war das ja der Mega-Knaller damals. Ja. Ne? Also da war wirklich, ja, da waren so viele Namen. Ja. Und ja, er da einfach, und ich glaube, man kann es so nennen, mit einem Comeback. So, ne? Ich meine, das Letzte, was man so in Erinnerung hatte, war sein Ausstieg auf Hawaii 2019. Mhm. Und ja, man hat sich dann schon auch gefragt, wo geht die Reise hin für Patrick Lange? Und ja, mit einem Riesenknall da wieder zurückgekommen und gezeigt, dass er eben nicht nur der Läufer ist, der Gute, der man sein muss oder mit dem er Rennen gewinnen kann, sondern dass er da tatsächlich eben auch das Rennen auf dem Rad mitgestaltet hat, lange Zeit vorne gewesen ist, da einfach auch im Wind das gemacht hat und gezeigt hat, das hat er ja vorher auch schon angedeutet im Frühjahr ja auch auf der 70-3-Distanz, dass er ja offensichtlich da ja so dran gearbeitet hat, wir haben da ja auch hier drüber gesprochen schon und dass er das dann umsetzen konnte und dass gleich ihm das nochmal gelungen ist, dann in Rot mit einem auch extrem beeindruckenden Rennen. Ja, ja. Ja, also. Aber es wundert mich dann doch, dass sowohl ein Frederik Funk als auch ein Jan Frodeno jeder für sich dreimal so viel Stimmen auf sich vereinen können wie Patrick Lange, ja. Also, dass trotz dieser beiden starken Rennen er sich da in der Wahl nicht durchsetzen konnte. Tja. Oder nicht besser behaupten konnte. Ja, es ist ja,
hat ja auch ein bisschen was mit Fanbase zu tun, dann auch so eine Wahl, muss man ja einfach das so hinnehmen. Ich meine, wir sitzen ja auch nur daneben und gucken uns die Ergebnisse an und haben ja jetzt auch nicht sagen, wir Favoriten oder ne, wäre schöner, wenn der gewinnt oder der, wir sind da neutral. Und wenn das einfach so die Abstimmung des Triathlon-Volkes ist, dann ist das halt einfach so. Ja. Aber ich finde, wenn wir das jetzt eben zum Anlass nehmen wollen, um einfach nochmal raufzugucken, was gab es halt in diesem Jahr von diesen Athleten, dann ist ja klar, dass die alle grandiose Sachen abgeliefert haben dieses Jahr. Absolut. Und eben Patrick Lange finde ich persönlich noch grandioser eigentlich als das Ergebnis, das... Absolut, also von der sportlichen Leistung auf jeden Fall ein großartiges Jahr und ich bin gespannt, wie es nächste ausgeht. Auch da ist ja klar, Jan Frodeno, Patrick Lange, beide qualifiziert für 2 Weltmeisterschaften beim Ironman. Ja. Ach, ist das schön. ne? Frederik Funk wird weiter auf der Mitteldistanz arbeiten, vor allen Dingen dann natürlich mit dem großen Ziel, es in Utah an gleicher Stelle. Er weiß, wo das Schlagloch ist. Oh Mann. Ne? Ja. Also, ich bin gespannt. Hast du in Südafrika auch so einen kleinen Marker hinterlassen, damit du weißt, falls es sich dann nochmal hin, wo der... Meinst du, ich fahre nächstes Jahr nochmal in das Gebüsch, um mein Visier da wieder rauszuholen? Ja, entweder das oder auch hier das andere Ding, was du da überfahren hast. Ach, aber reden wir nicht mehr drüber. Gehen wir noch weiter durch. Auf Platz 4 Martin Schulz, unser nun zweimaliger Paralympicsieger mit 3,4% der Stimmen. Ja. Nils Fromm heute auf Platz 5. Gehen wir so durch die Namen. Tim Hellwig, über den wir schon gesprochen haben, auf Platz 6. Florian Angert auf Platz 7. Jonas Schomburg auf Platz 8. Nimika Not auf Platz 9. Und der zweite Olympiastarter Justus Nieschlag auf Platz 10. Ich glaube, wer so ein bisschen von der Chronologie da bestraft wurde, ist Sebastian Kienle, der 14. geworden ist, den wir ja auch nicht in die Top 10 nominiert haben, aus guten Gründen, wenn wir uns die Leistung der anderen angucken. Das hat er natürlich jetzt nach der Abstimmung revidiert mit seinem zweiten Platz beim Ironman Südafrika, genauso wie Maurice Clavel. Ja? Absolut, ja. Aber wie gesagt, wir konnten ja nur, oder man hatte ja die Möglichkeit, es reinzuschreiben, aber wir haben uns da schon ja auch echt wirklich Gedanken drüber gemacht und gesagt, irgendwie so, ja, man muss halt auch irgendwie das ganze Jahr dann angucken. Und da sind natürlich dann auch noch Namen, die wir nicht genannt haben, wo wir gesagt haben, so ja, die Leistung war grandios. Ja. Der Lauf von Felix Henschel zum Beispiel. Ne? Auf Platz 13 gelandet genau. bei uns. Oder auch, auch Andreas Böcherer mit seinem Auftritt Lanzarote. Aber alle, die dann eben auch da davor waren, ne, die haben halt auch gleich in mehrfacher Hinsicht abgeliefert. Ja. Und ja, so kam dann das zustande. Ja. Ja. Aber war wieder spannend. Ja. Wir haben noch 3 Kategorien. Das sind die Rennen. Über die Themen Equipment reden wir zu späterer Stelle. Ja. Wir bleiben jetzt erstmal bei dem, was die Triathleten und Triathletinnen betrifft und was vor allem die Rennpraxis betrifft, weil das ja auch oft zusammenhängt, irgendwo Athleten und Rennen und Athleten. Sollen wir mal gucken, wie da abgestimmt wurde? Ja. Also, übergeben wir das Wort wieder an Hartwig Töne. Wir haben die Rennen ausgeschrieben in 3 Kategorien und ich sage mal, here we go. 2021 war ein ungewöhnliches Triathlon-Jahr. Welche Events sind Ihnen in besonders guter Erinnerung geblieben? Wir beginnen mit dem Rennen auf der Sprint- und Kurzdistanz. Platz 3 geht in den Süden an ein Rennen, das verschiedene Distanzen anbietet. Hier ehren wir die Strecken Olympisch und Sprint, und zwar beim Allgäu-Triathlon. Nur eine einzige Stimme mehr hat ein weiteres Rennen aus dem Süden der Republik bekommen. Platz 2 geht an den Triathlon Ingolstadt. Und hier ist der Sieger in der Kategorie Rennen des Jahres, Sprint und Kurzdistanz. Wir sagen Arigato und bedanken uns für eine tolle Show bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio. So, da haben wir jetzt die Situation. Wir haben diese Kategorie frei ausgeschrieben, völlig ungestützt. Das heißt, es gab keine Vornominierung. Ja. Wir haben in den Top 10 9 Rennen aus Deutschland und die Olympischen Spiele, die das Ding gewonnen haben. Von den Prozentzahlen sehr, sehr knapp. Sehr, sehr knapp das Rennen um Platz 1.
Ich sage die Prozentzahlen und zwar bis zum vierten Platz. Wir haben 14,2% der Stimmen für die Olympischen Spiele in Tokio. Jeweils 13,2, wie gesagt, da war nur eine einzige Stimme dazwischen für den Triathlon Ingolstadt, knapp vor dem Allgäu-Triathlon. Ja. Und 11,5% für den bisherigen Dauersieger in dieser Kategorie, den Hamburg-Triathlon. Ja. Also, ja, eine Situation, die wir eben nur alle vier beziehungsweise in drei Jahren erst wieder haben werden, dass es Olympische Spiele gibt, die der Kurzdistanz zugeordnet werden natürlich. Ja, und wie war es? Wir haben in diesem Jahr in Deutschland unter 200 Triathlons gehabt. Normalerweise haben wir 600. Das heißt im Umkehrschluss, dass auch viel, viel weniger Athleten in Deutschland die Chance hatten, irgendwo zu starten. Und bisher war es einfach so, dass die Rennen, die am meisten Athleten hatten, die natürlich auch sich bewusst für dieses Rennen anmelden, weil es toll ist, weil es vielleicht in der Nähe liegt, dass die auch ihr Rennen gewählt haben. In diesem Jahr war es eben dann doch auch eine Zuschauer-Triathlon-Saison. Ja, das ist ja natürlich immer, wie man das interpretiert, dann, wenn man keine Langdistanz gemacht hat oder noch nie gemacht hat, darf man ja trotzdem über Langdistanz abstimmen. Ja. So, ne, deswegen finde ich, muss man das nicht zwingend so, ne, dass man da jetzt irgendwie das Rennen war, was man bewertet, weil man es gemacht hat oder weil man es machen könnte. Das ist natürlich hier, es können halt nur sehr wenige bei den Olympischen Spielen teilnehmen. Ja, ja. Deswegen war es trotzdem, wenn man das eben dann aus Zuschauersicht sieht und nicht nur nach, sag ich mal, nach Location und nach, wie das Rennen aufgebaut ist, sondern auch, wenn man es so interpretiert, was wurde da für ein Rennen geliefert dieses Jahr? Und das haben ja offensichtlich viele getan, dann sind die Olympischen Spiele von Tokio natürlich schon ein Rennen, was man wählen kann. Ja, ja. So. Also das ist sicher ein Rennen, was viele bewegt hat, ja, und was auch eben nicht austauschbare Ergebnisse hat, weil es zu irgendeiner Weltserie gehört, die jedes Wochenende irgendwo stattfindet oder sonst sowas, sondern weil es das Ding ist und weil man sich da auch lange dran erinnern wird, wer das Ding gewonnen hat. Ja, so, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen und dann noch mit der Krönung Mixed Team Relay. Ne? Ja. Den Triathlon Ingolstadt, muss ich gestehen, den kenne ich noch gar nicht persönlich. Ich tatsächlich auch nicht, kann ne? ich auch. Aber ich glaube, da muss man sagen, da setzt sich beharrliche Arbeit durch. Ja. Ja. Auf dem Weg auf jeden Fall dahin. Ja, also wirklich etabliert dann genau. auch zu sein. Ja, ja, klar. Genau, ja. genau. Und das Gleiche gilt auch für den Allgäu-Triathlon, der, glaube ich, in diesem Jahr hinter dem Hamburg-Triathlon der zweitgrößte in Deutschland insgesamt war. Die ja wirklich da auch großes Pech gehabt haben. Nachdem dann alles sich doch zum Guten gewendet hat, dass das Ding stattfinden konnte. Wir haben ein paar Tage danach Christoph Fürliger im Podcast gehabt, ja. wo es ein Unwetter gab, was die Triathlon-Welt selten erlebt hat und man morgens da alles zusammenkehren musste, um Rennen noch wieder auf die Beine zu stellen. Ich glaube, da ist dann aber auch so eine Wahl, irgendwie die Auszeichnung dafür, dass das so hingehauen hat. Ja, ich meine, das Allgäu war natürlich dieses Jahr sehr im Fokus. Ja. Das kann man schon so sagen, ja. Ganz genau. Wir wollen auch da die weiteren Plätze aufzählen, weil da, glaube ich, auch für euch ganz viele Erinnerungen dran hängen. Also die Olympischen Spiele vor dem Triathlon Ingolstadt und dem Allgäu-Triathlon auf dem Podium. Dann der Hamburg-Triathlon mit dem großen WM-Rennen, dem Rennen der World Triathlon Championship Series und dem Mixed Team Relay auf Platz 4. Platz 5 geht an den Rotsee-Triathlon, Platz 6 an den Frankfurt-City-Triathlon, Platz 7 an den Viernheimer-Triathlon, Platz 8 in den Osten an den Leipzig-Triathlon, eine der ältesten und renommiertesten und traditionellsten Veranstaltungen in Deutschland. Platz 9 ebenso an einen Klassiker, den Heidelberg-Man, und Platz 10 an den Vogue-Sprint in Darmstadt. Bei Heidelberg-Man zucke ich immer noch zusammen, wenn ich daran denke, wie weh das getan hat, den wie heißt der, Philosophenweg, glaube ich, da. Genau. 10 Kilometer rauf, nicht 10 Kilometer rauf, 5 Kilometer rauf, 5 Kilometer runter. Ja. Das war sehr anstrengend. Da war ich in, das war sehr, sehr, wenn man, jugendlich war ich da nicht mehr, aber als Triathlon-Novize habe ich mich da sehr weit vorgewagt, mich da anzumelden damals. Aber es war super, war richtig gut. Ja, und Hamburg war mein allererster Triathlon. Da habe ich auch immer sehr, sehr gute Erinnerungen dran. Ja, also wie gesagt, in den Top 10 ein Rennen aus dem Ausland, aus der weiten Ferne, sonst 9 Rennen aus Deutschland. Bei der Mitteldistanz unserer nächsten Kategorie sieht das Ganze von der globalen Verteilung, von der Internationalität her etwas anders aus. Hadi, du hast das Wort. Wir steigern uns in den Distanzen und kommen zur Mittelstrecke.
Platz 3 geht dabei in diesem Jahr nach Österreich. Wir gratulieren der Challenge St. Pölten. Auf Platz 2 haben sie ein Rennen gewählt, von dem wir auch im kommenden Jahr viel hören werden. Die Ironman 70.3 World Championship in St. George, Utah. Und auf dem ersten Platz ein Rennen, das sich zu Recht als Kult bezeichnet. Mit der Streckenlänge Classic geht der Sieg in der Kategorie Mitteldistanz des Jahres an den Allgäu-Triathlon. Da haben wir wieder den Allgäu-Triathlon. Mhm. Ein echtes Rennen für die Bucketlist. Also für meine zumindest. Du durftest auf der, ja schon. Auf der Mitteldistanz? Wie hier? Unbedingt auf der Mitteldistanz. Unbedingt auf der Mitteldistanz. Ist also jedem, der mich danach fragt und es auch nicht tut, wie auch hier aus dem Team, kriegt von mir zu hören, dass wenn man sich auf den Weg macht ins Allgäu und zum Allgäu-Triathlon, dann... Das muss sich auch lohnen, ne? Dann Mitteldistanz. Ja, wenn schon, denn schon. Dann muss man einmal richtig leiden. Ja, ja, aber ich meine, alles, was den Allgäu-Triathlon ausmacht, hat man auf allen Distanzen. Der Kuhsteig gehört ja bei allen Distanzen mit rein. Und ich weiß noch, wie ich einmal vor dieser Steigung stand auf dem Rad und sagte, guck mal, hier geht es steil hoch, aber wo geht denn die Radstrecke lang? Und mein Freund Michael dann sagte, nee, ich glaube, das ist die Strecke. Da habe ich gesagt, nee, das kann doch nicht im Rennen, nee. Es ging da hoch. Ja, also ich finde tatsächlich Allgäu Triathlon, das ist einfach fantastisch. Und ich finde, das ist tatsächlich, ich mag ja so Rennen, die dann eine Herausforderung sind, an sich. Ich meine, klar, bei der Langdistanz hast du es immer, dass es einfach so die Länge ist. Bei der Mitteldistanz, sag ich mal so, das ist ja so von den Distanzen her schon deutlich schaffbarer, sage ich jetzt mal, ne, mit Training. Und wenn man dann sagt, so, ich will das unbedingt, dann ist dann aber, finde ich, wenn sowas dazukommt durch die Topografie, irgendwie wahnsinnig schöne Anstiege und schnelle Abfahrten und dann eben mit so Besonderheiten wie dem Kuhsteig und das Schwimmen in dem See, es ist einfach, es ist ein Traumrennen. Ja, das ist ja, ja. Einfach so. Und das ist einfach nicht nur schön, es ist einfach auch noch schwer und beides zusammen Bucketlist. Bucketlist, ja. Ich kann es nur empfehlen. Ich war vor einigen Jahren da am Start. Gibt auch auf unserem YouTube-Kanal ein Video, wie sich das Ganze aus Teilnehmersicht darstellt. Ja. Und also once in a lifetime für viele. Ja, ich meine, wir haben es dieses Jahr ja noch über Kontakte. Oder ganz oft. Oder gibt's ganz auch oft. Ganz viele, ja. Und da muss man echt sagen, das Rennen, das hat gewaltig vom, ich sag mal, Inhaberwechsel profitiert. Das war so ein bisschen, droht in Vergessenheit zu geraten nach einer langen, langen Tradition, die es in Deutschland hatte. Man hat das wirklich geschafft, da im Allgäu das Rennen sowohl zu modernisieren, aber auch mit den lokalen Begebenheiten da Werbung zu machen. Also es ist wirklich eine Werbung fürs Allgäu. Die Kuhschellen, der Kuhsteig, die Berge, dieses ganze ja. Flair, Hannes, wie er da steht, dann in Persona mit Lederhose und Hawaii-Hemd. Absolut, ja, das ist alles Kult, kann man nur so unterschreiben. Ja, ne? Ja, definitiv. Ja, also man soll das Wort ja nicht so häufig benutzen, aber in dem Fall würde ich das so durchgehen lassen. Genau, da gehört es inzwischen zum Markenkern. Also ja. Da, das kann man nur jedem empfehlen. Wie Hadi schon sagte, Utah, da wird man häufiger hingucken. Utah hatte in diesem Jahr eben die 70.3 WM und da stand schon fest, sie bekommen die auch im nächsten Jahr im Oktober nochmal und dazwischen dann auch noch eine Ironman WM. Ja, und auch im, das ist jetzt nicht das Rennen, was hier gewählt wurde, aber auch im Frühjahr ja auch noch, dass der Ironman 70.3 St. George war ja, das war ja ein grandioses Rennen. Ja, ja, und ja, stimmt. Ja, da hat sich einiges getan im Triathlon-Geschehen dieses Jahr und da waren wirklich richtig Hammerrennen dabei. Ja. Und wir sind sehr gespannt, was da passiert. Und ich kriege immer mehr Appetit darauf, auf diese beiden Locations. Ne? Es ist auch schön, dass man nicht irgendwie so da, man muss ja gar nicht, wenn es jetzt nur die in St. George geben würde, würde man dann, ne? Also wenn das nur geplant wäre, dann würde man vielleicht sagen so, ist das richtig da so? Aber man kann ja so, dass man zumindest die Aussicht auf Hawaii dann im Oktober schon wieder hat, auch auf dem angestammten Termin und so ja, weiter. Ja, ja. Finde ich das ein sehr, sehr spannendes, schönes Intermezzo, was uns da erwartet. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Zu den Prozentzahlen der Allgäu-Triathlon dann doch relativ gut im Vorsprung mit 18,6% gegenüber der 70.3 WM mit 11,6% und auf Platz 3 die Challenge St. Pölten mit 10,4%. Das ist so ein Rennen, ich glaube, die haben sehr davon profitiert, dass sie als Erste aus der Deckung gegangen sind und gesagt haben, wir überlegen uns ein Konzept. Ich war ja auch nicht so ganz begeistert, weil da dann doch eben so ein paar übergeordnete
Ordnungsdinge gebeugt wurden, um den Athleten den Start da zu ermöglichen. Am Ende ist alles gut gegangen, spricht für das Konzept der Veranstalter, aber die sind dafür dann auch mit Platz 3 bedacht worden und das eben aus einer deutschen Sichtweise, ja, also Platz 4, die Challenge Kaiserwinkel-Weichsee, wieder ein Challenge-Rennen in Österreich, also das muss man hoch anerkennen, dass die Deutschen dann eben auch da bereit sind, über den Tellerrand zu gucken, zu zwei Rennen, die eben auch viele Deutsche anziehen, weil sie einfach gut sind. Ja, die Österreicher durften ja auch mit abstimmen. Genau. Ja. Ja, und also du hast es gesagt, eben der frühe Zeitpunkt und dann natürlich auch das Sportliche war damals natürlich auch sehr, sehr gegeben. Ne? Da waren ja fantastische Starterfelder, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Frederik Funk hat es gewonnen. Und Anne Hauch mit diesem wahnsinnigen, mit dieser wahnsinnigen Aufholjagd damals gegen Imogen Simmons, die das Unheil auf sich zukommen hat hören und sehen und mit einer wütenden Anne Haug, die von hinten sie dann ganz, ganz kurz, also die Live-Übertragung war einfach auch, die Bilder dann irgendwie dann da zu sehen oder ich habe auch mit dem Manager von Anne Haug dann auch, und dann, man wusste ja, dass sie kommt und dass sie da um die Ecke und dann auf einmal hast du sie dann von der Motorradkamera gesehen, wie sie schon da ist. Und dann, ja, hat es halt für Imogen Simmons nicht gereicht, aber Anne Haug hat da das mit mit Wut im Bauch damals ins Ziel gebracht. Ja. Auf Platz 5 ein Rennen, über das wir eben schon gesprochen haben, der Triathlon Ingolstadt. Ja, Gerhard Budi und Co. haben da wirklich über Jahre richtig gut Aufbauarbeit geleistet und setzen sich jetzt eben da auch bei den beliebtesten Rennen fest hierzulande. Platz 6, ein Neuling, der Ironman 73 Duisburg. Ja, ein Rennen, was lange auf der Kippe stand. Ja. Aus zwei Gründen, man konnte lange keine Radstrecke präsentieren, dann kam auch noch das Thema Corona dazwischen. Am Rennwochenende dann fürchterliches Wetter, wie überall an dem Wochenende. Ich weiß, dass hier in Hamburg auch ein Triathlon stattgefunden hat, zeitgleich. Und das war auch nass. Und aber sicher ein guter Einstieg da. Platz 7 für den Frankfurt City Triathlon, der sich ja auch eben nicht nur auf der Kurz-, sondern auf der Mittelstrecke etabliert. Platz 8 der Heptriathlon in Heilbronn. Platz 9, das erste Rennen auf Mallorca, und zwar die Challenge Peguera Mallorca, die sich dann im direkten Duell durchgesetzt hat. Ich schaue mal gerade mit ungefähr doppelt so viel Stimmen wie der zeitgleich ausgetragene Ironman 73 Mallorca. Fanbase, das Thema hatten wir ja schon. Ganz genau, ne? Und auf Platz 10 der Ironman 73 Zell am See, das dritte Rennen aus Österreich in diesem Ranking. Ja. Ja, also da war ordentlich was los. Und da bin ich mir ziemlich sicher, das wird im nächsten Jahr neu aufgemischt, denn der Ironman 73 Kraichgau soll wieder stattfinden, der in diesem Jahr und auch im letzten Jahr nicht stattgefunden hat. Und es gibt zwei neue Ironman 73 Rennen in Erkner und in Dresden. Dresden, so wie wir vernommen haben, inzwischen ausgebucht. Das wird sicher ein Hingucker. Auf jeden Fall. Also da gehe ich von aus und es ist schon echt viele Locations dann, die Ironman dann abdeckt in Deutschland, das muss man schon sagen, ja. Ja. Aber auch Heptriathlon Heilbronn zum Beispiel bin ich persönlich auch sehr drauf gespannt nächstes Jahr. Das war ja auch so mit dem Start auch alles ein bisschen holprig, in einer holprigen Zeit. Ne? Man konnte nicht die Strecken wählen, die man ursprünglich wählen wollte. Also ich kenne Heilbronn halt nur von früher noch, als dann wirklich echt mitten, alles mitten in der Stadt. Und das halt da auch das Rennen auszeichnet, dass auch dann viele Zuschauer dann auch da wirklich mittendrin sein können. Und da bin ich sehr gespannt, wie sie das dann machen, wenn wieder mehr möglich ist. Und wie das dann aufgebaut wird. Also ich meine, klar, mit dem Sponsor in der Hinterhand bin ich, so hieß es damals bei der Rennverkündung ja auch, dass da eben viele HEP-Athleten auch mutmaßlich vielleicht an den Start gehen. Da wollen wir mal gucken, wer sie da den Weg dahin findet. Es werden auch ganz viele andere Athleten an den Start gehen, weil wir innerhalb dieses Rennens die Power-and-Pace-Trophy austragen werden. Ja, für unsere Power-and-Pace-Community, die Athletinnen und Athleten, die nach den Trainingsplänen der Zeitschrift Triathlon oder digital auf powerandpace.de mittrainieren. Die werden da ihre eigene Wertung bekommen, so wie wir es dieses Jahr im Laufen schon am Hockenheimring gemacht haben. Steht fest, dass wir die Power and Pace Trophy, die erste, in Heilbronn austragen werden im Frühjahr. Wir sind da dran, eine zweite noch aufzubauen, mehr im Norden, mehr in der zweiten Saisonhälfte, wo sich die Power and Pacer auch noch mal betteln können und da freuen wir uns drauf. Ja, auf jeden Fall. Einen haben wir noch. Wir haben noch die Kategorie Langdistanz des Jahres
Und auch dafür übergebe ich wieder an die Stimme der Langdistanz, und zwar den Mann, der beim ein oder anderen Rennen im Ziel steht und 500.000 oder 1.500 Mal hintereinander in seiner sympathischen Art Jörn Ironman sagt, wir kommen wieder zu Hartwig Töne und zu der Langdistanz des Jahres. Kommen wir zur Langdistanz in einem Jahr, das ohne die Weltmeisterschaft auf Hawaii auskommen musste. Der dritte Platz geht an das wohl kleinste Langdistanzrennen aller Zeiten. Jan Frodeno und Lionel Sanders waren die einzigen Teilnehmer beim Tree Battle Royale im Allgäu. Der Zieleinlauf auf dem Römerberg steht auf der Bucketlist vieler Triathleten aus aller Welt. Platz 2 geht an die Ironman EM in Frankfurt. Meine Damen und Herren, Sie haben gewählt, und zwar mit überwältigender Mehrheit von mehr als 70% der Stimmen. Die Langdistanz des Jahres ist wieder einmal die Challenge Rot. Ja, Überraschung? Nein. Also seitdem es diese Kategorie gibt, ist die Challenge Rot der Sieger. Die Eindeutigkeit ist wieder einmal eindrucksvoll. 70,9% der Stimmen für die Challenge Rot, 9,1% für den Ironman Frankfurt, 7% für das Tree Battle Royale. Und ich kann schon mal verraten, wir kommen gleich näher noch darauf zu sprechen, auf den Plätzen 4 bis 10 geht es weiter mit Ironman Volldistanzen. Von denen es einfach auch wahnsinnig viele gibt. Ja. Das muss man tatsächlich auch einfach mal so hinnehmen. Ja, ja. Die Familie Weixhöfer und der engste Kreis der Organisatoren war uns zugeschaltet am Samstagabend. Aus guten Gründen zugeschaltet. Da hat es nämlich richtig eingeschlagen, was Covid-19 betrifft. Ja, die konnten also aus rein formalen Gründen gar nicht in die Halle. Die waren nämlich teilweise noch in Quarantäne oder gerade raus. Das Thema, was natürlich auch Rot enorm umgetrieben hat. Wir waren da, es war ein anderes Rot als sonst. Ja, eben etwas reduzierter, aber trotzdem nicht weniger herzlich. Genau, wenn man das nochmal, da haben wir hier auch drüber gesprochen und auch viel geschrieben und so weiter, wenn man sich das nochmal vergegenwärtigt, wie knapp das eigentlich war damals, ob das wirklich überhaupt stattfinden kann oder nicht und in was für einem Umfeld und so weiter. Und dann war es im Sommer halt, ging es halt so ein bisschen bergauf und man konnte halt viel machen. Und ich weiß auch noch, die haben unheimlich viel dafür getan, dass sie gesagt haben, hey, auch wenn wir das jetzt alles gar nicht mehr müssten, die ganzen Beschränkungen, die wir hatten mit Masken und so weiter, also wir machen das trotzdem, weil wir wollen einfach, dass das hier vernünftig abläuft und dass man nicht im Nachhinein sagen muss, da ist was passiert, klar, ne, kein Solarer Berg, wir haben drüber gesprochen und so weiter. Und trotzdem war das so ein fantastisches Triathlon-Wochenende. Ja. Das Wetter war genial. Es gab sportliche, ganz fantastische Leistungen irgendwie. Auch mit den Siegern haben wir ja schon drüber gesprochen. Aber auch in kurzer Zeit hat sich da ja ein mega Startfeld, nachdem es, wie hat Felix damals gesagt, irgendwie so entweder kommen alle oder keiner. So, ne? Und es waren dann wirklich fast alle, die da waren. Und es war einfach, ja, ein geniales Triathlon-Wochenende und sogar Hadi war dabei, weil du gesagt hast, er sagt das immer, you're an Ironman, diesmal hat er sogar im Zelt, im Stadion dann, ja, die Challenge-Finisher ins Ziel geholt. War ein richtig cooles Wochenende. Ja. Naja, einfach auch definitiv verdient. Ja, auf jeden Fall. Challenge Rot, Platz 2 für den Ironman Frankfurt, auch nach einem Jahr Pause wieder am Start. Ja, Platz 3 fürs Tri Battle Royale, also Frankfurt, Europameisterschaft, jetzt nur noch für die Männer, ja, und für die Age-Gruppe natürlich und für viele Deutsche nach wie vor das der Gateway to Kona. Ja. Ne? Also ein Rennen, was etabliert ist, was sich nationaler, internationaler Beliebtheit erfüllt. Total. Und vor allen Dingen auch ja dann zunehmend, und das könnte auch im nächsten Jahr so sein, bin ich sehr gespannt, ja auch so ein richtiges, ja, ein Age-Grupper-Rennen, so, ne, weil je nachdem, wie sich dann so das Jahr gestaltet und wer dann schon für was qualifiziert ist, wird sich zeigen, wie gut dann die Starterfelder nächstes Jahr dann da werden. Weiß ich nicht, kann ich jetzt noch keine Prognose abgeben. Ja, ja. Muss man auch mal gucken, wie die Athleten dann ihre Saison gestalten und ja, wer sich noch alles dann in St. George qualifiziert, letztendlich dann, wenn er dann da teilnimmt. Und ja, das werden wir dann alles sehen, ne? Ja, ja.
Ne? Also, aber klar, wie du hast ja gesagt, also für Age Grouper ist es ungebrochen die Faszination Frankfurt. Das können wir noch ein bisschen als Nachklapp zur letzten Episode, glaube ich, sagen. Es gibt auch in St. George Slots bei den Profis für Kona. Ich meine, es waren 8 bei den Männern und bei den Frauen. Wir wissen aber, dass viele, die in St. George starten, schon für Kona qualifiziert sind. Ja. Das heißt, es lohnt sich, in St. George zu starten. Da hat man vielleicht auch auf Platz 20 noch ein Kona-Ticket sicher. Ja, absolut. Das wird total spannend, das zu sehen. Und diese berühmten Rennen hinter den Rennen, ne, über die wir schon so oft bei anderen Rennen auch gesprochen haben. So, wenn das so war, in Frankfurt haben wir da auch schon drüber gesprochen, dass vorne quasi klar war, die um den Sieg kämpfen, sind alle schon qualifiziert. Aber dahinter geht es dann nochmal ab. Ja, in diesem Sinne nochmal Dankeschön. Ich habe gerade den Namen nicht präsent an den Hörer, der uns darauf hingewiesen hat, dass es tatsächlich so ist. Ja, klar. Das ist, Das Tri-Battle Royale, also damit für das Team von, ich sag mal grob, Hannes Blaschke und Christoph Fürleger und allen, die dahinter stecken, Matthias Epping und Marlon hatten wir auf der Bühne jetzt am Samstag, die den Preis da entgegengenommen haben. Solide, gute Arbeit in 3 Kategorien auf dem Podium mit dem Sieg auf der Mitteldistanz und Platz 3 jeweils bei der Kurzdistanz und der Langdistanz. Wer hätte das gedacht? Das kleinste Triathlon-Rennen des Jahres mit nur 2 Stars, aber 2 absoluten Stars. Und ganz viel Liebe im Detail und einer tollen Übertragung. Leider nicht mit dem tollen Wetter, was wir der Fan schon gerne aus Eigeninteresse gegönnt hätten. Absolut. Ne, auf Platz 3. Ich habe mich mit einigem Abstand dazu dann nochmal mit Felix Rüdiger, mit dem Manager von Jan Frodeno, darüber unterhalten, der ja hier Veranstalter war, das mit aus der Taufe, sagt man das so, gehoben hat. Und für ganz viele Details halt eben auch vor allem, bei ihm war es so, dass er gesagt hat, er hat sich dann dass man ganz, ganz viel halt eben nicht gesehen hat, was hinter den Kulissen mit dem Regen und Überschwemmungen, die drohten und Streckensperrungen, die nur ganz knapp, dem man nur entgangen ist und so weiter. Also alles ganz viele Dinge im Hintergrund, die niemand mitbekommen hat bei dem ganz großen Spektakel und auch Dinge, die dann eben ja auch nicht funktioniert haben, ne, die gerne angeboten worden wären und es sind so viele Sachen. Und da habe ich gesagt, aber auch schon das ist meine persönliche Meinung, das, was man gesehen hat, das, was man erleben durfte, war schon großes Kino. Ja. Also da haben wir einfach viel drüber gesprochen und ich finde einfach auch zu Recht, ich finde, es war eine für dieses Jahr eine sehr, sehr coole Geschichte. Ja. Da bleibt es dann abzuwarten, wie eine andere Langdistanz, von der wir ja wissen, dass sie in Deutschland stattfindet, im nächsten in diesem Ranking abschneiden wird. Das Tri-Battle Royale ist Geschichte, ist ja auch nicht auf Zukunft ausgelegt. Ich bin mir sicher, dass aus dem Hause Frodeno Rüdiger immer mal wieder Überraschungen kommen werden. Jetzt haben wir gerade das Scrail 100. Ja. Ne? Aber im nächsten Jahr in Deutschland auf dem Lausitzring das Projekt Sub 7, Sub 8 mit einigen Athleten, über die wir vorher schon gesprochen haben, weil sie eben auch in den Athletenkategorien performt haben. Wird spannend, man spricht über dieses Rennen ja schon lange, aber durchaus kontrovers und da wird es dann. Aber über das Tri-Battle Royale ja auch. Ja, war ja auch nicht durchaus, davon überzeugt, dass das was wird oder dass es eine Berechtigung hat oder wie auch immer. Ja, gab ja auch jetzt noch Kritik, warum so ein Rennen denn da gewählt wird, wenn niemand teilnehmen konnte. Tja, also, wenn es gewählt wird, wird es gewählt. Das liegt ja nicht in unserer Hand. Ich meine, das ist ja ein demokratisches Ergebnis hier. Das ist ja komplette freie Wahl unserer Community. So ist es. Ja, auf Platz 4 der Ironman Hamburg, der sicher auch unter schlechtem Wetter gelitten hat. Ne, ein Rennen, was uns natürlich persönlich am Herzen liegt. Ich habe es zweimal gefinisht, du bist auf dem Weg dazu. Das sagen wir jetzt immer so, ja, klar. Hast du schon gesagt letztes Mal. Ja, nein, aber ich meine, ich bin auf dem Weg, also bis zum Finish ist es noch ein sehr, sehr weiter Weg, aber ich befinde mich auf dem Weg dahin. Ja. Kann man natürlich erst, wenn man an der Startlinie steht. Kleiner Spoiler, wie gut du auf dem Weg dahin stehst, morgen Abend live zu verfolgen. Ab 18.45 Uhr gehen wir am diesem Mittwoch, dem 1. Dezember, live auf Sendung auf unserem YouTube-Kanal beim großen FTP-Test, den ihr natürlich nicht vom Sofa aus verfolgen sollt. Nein, ihr sollt mitstrampeln. 18.45 Uhr beginnt unsere Live-Übertragung. Um 19 Uhr starten wir nach dem Swift-FTP-Protokoll in diese Stunde und 13 Minuten, von denen 20 Minuten sehr anstrengend sein werden, kann ich dir verraten. Das Leiden wird mindestens ein Gesicht haben und das wird meins sein. Ja, ich bin total gespannt. Ich habe selber tatsächlich das noch nie gemacht. Also ich habe Leistungsdiagnostiken schon gemacht, aber die sind auch lange her mit Rampentests.
So wie man das früher mal gemacht hat. Ja. Und bin wirklich echt gespannt, wo da die Reise hingeht. Also ich erwarte nichts und aber darum geht's ja auch nicht. Also ich trete da ja nicht an, quasi, um jetzt hier einen beeindruckenden Rekord zu hinzustellen und sagen, oh, guck mal, oh, wie stark und was ich für eine geile FDP habe. Sondern es geht einfach für mich selbst darum zu wissen, wo ich trainieren muss in den kommenden Monaten, damit das Leid am 5. Juni nicht ganz so schlimm wird, wie es zu erwarten steht. Ja, wir freuen uns drauf, vor allem erstmal auf morgen Abend. Gehen wir noch die weiteren Platzierungen durch. Platz 5 geht nach Klagenfurt an den Ironman Auster Kärnten, der sich ja angeschickt hatte, der größte Ironman der Welt zu werden mit neuen Konzept, neuem Streckenkonzept. Natürlich auch alles etwas eingedämpft in diesem Jahr. Da sind wir gespannt, wie sich das in Zukunft darstellen wird. Platz 6 an ein Rennen, das ein Comeback gefeiert hat in diesem Jahr, den Ironman Mallorca. Ich habe ja dreimal den 70.3 da mitgemacht und muss sagen, das ist eins der schönsten Rennen landschaftlich, was ich kenne. Ja. Und der Ironman findet ja zum größten Teil auf ähnlichen Strecken statt, hat noch den gewissen ein oder anderen Ausflug in andere Richtungen, ja. Aber sicher ein wunderbares Rennen. Und das Ganze drumherum halt auch, ne? Ich finde also so zumindest, so wie ich es kennengelernt habe, dann in Vor-Corona-Zeiten, ist immer, wir haben so ein bisschen gesagt, es ist so ein bisschen so klein Hawaii, ne? Dieses, dieses tolle Strandfeeling, man ist ja halt immer direkt an der Promenade, auch mit der Expo und so weiter und das ist schon, hat schon was. Ja. Platz 7, ein Rennen, von dem ich außer der korrekten oder nicht korrekten Vermessung der Schwimmstrecke eigentlich nur Gutes gehört habe. Ein Rennen, wo alle sagen, ein landschaftlicher Overkill, der absolute Traum. Wenn man sich als Nicht-Europäer Europa vorstellt, dann genauso der neue Ironman Switzerland in Thun, der umgezogen ist aus Zürich, ein bisschen mehr in die Berge rein. Und das muss wirklich richtig, richtig schön sein. Tja. Nichts für mich. Nee. Ich werde ja die Berge bei einer anderen Langdistanz im nächsten Jahr dann kennenlernen, wenn ich Sonja Theisig begleite beim Swissman. Mit der Kamera begleite. Ich laufe nicht neben mir her. Gott bewahre, das werde ich niemals können. Denn die ist schon wieder ganz schön schnell unterwegs. Kann man nachlesen auf ihrem Blog auf trimark.de. Ja. Platz 8, das Rennen, was dann letztendlich auch die Quali für Lionel Sanders ausgemacht hat. Ein Rennen, was sich hierzulande, vor allen Dingen im Norden, großer Beliebtheit erfüllt, weil man nämlich mit dem Auto hinfahren kann. Das ist der Ironman Kopenhagen. Ja, inzwischen auch ein Klassiker. Wunderschöne Strecke mit ganz viel Highlights. Nicht einfach insgesamt, obwohl es in Dänemark ja eigentlich nichts Schlimmes zu erwarten gibt, aber recht kantig teilweise. Ja, und diese Autobahnbrücken, aber diese Überführungen, die immer ständig rauf und runter gelaufen werden mussten, da kann ich mich sehr gut an die Übertragung erinnern. Sportlich gesehen natürlich ganz großes Kino dieses Jahr mit Cameron Wolf und Lionel Sanders. Das war richtig gut. Ja. Dann Platz 9, das einzige Rennen in den Top 10, was nicht in Europa stattfindet, der Ironman Tulsa, der ja vor allen Dingen durch Patrick Lange. Ja, nicht nur Patrick Lange, ne? Da ist natürlich ganz viel passiert. Also einfach auch, da habe ich ja vorhin schon gesagt, diesen Stellenwert Anfang des Jahres, da so ein Monster-Start fällt, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen am Start zu haben. Und das war natürlich, ja, da waren ganz viele Sachen an dich mehr. Also natürlich, Patrick Lange ist dann natürlich dann in Erinnerung geblieben mit seinem Sieg, aber auch, Daniela Rief hat gewonnen und Cat Matthews, viele da noch überrascht hat, weil sie natürlich so vor der Corona-Zeit, ne, mit ihrem Sieg in Florida, Streckenrekord und so weiter, da schon mal aufgetrumpft ist, so auf der Langdistanz. Und dann kam Corona und dann sie jetzt da auf einmal, glaube ich, sich schon viele gefragt haben, so, huch, wieso läuft die denn so schnell? Ja. Also, das war schon sehr beeindruckend. Ja. Auch sehr spannend, was da nächstes Jahr dann zu erwarten ist. Ja. Auf Platz 10 dann ein Rennen am Rande Europas. Völkerrechtlich gehört es zu Europa, geografisch und zollrechtlich glaube ich nicht. Das ist der Ironman Lanzarote. Jo. Klassiker, sehr beliebt für die, die sich's einschenken möchten. Ja, auch da ja dieses Jahr, also wenn ich an die Profis denke, auch ja ganz, ganz großer Kampf und auch sehr viel Leid war dabei. Habe ich so das Gefühl, das macht auch so ein bisschen den Reiz aus, ne? Ja. Dass mal der eine oder andere auch mal wegbrechen muss, damit das so richtig diesen Stellenwert bekommt. Ja. Auf zwei Rennen möchte ich noch eingehen, und zwar auf Platz 11, die zweite Challenge-Langdistanz, und zwar die Challenge Almere Amsterdam. In diesem Jahr auch Weltmeisterschaft vom Weltverband World Triathlon.
da eben auch eine besondere Bedeutung gehabt. Und auf Platz 14 noch ein Rennen aus Deutschland und so wie ich das sehe, außer dem Tri-Battle Royale, das erste Rennen im gesamten Ranking, was nicht zu einem der beiden großen Labels gehört, und zwar der Knappenman. Ja. Auch ja relativ groß, glaube ich, ne, von den Teilnehmerzahlen. Auch ja letztes Jahr auch schon eins gewesen, was stattgefunden hat. Im letzten Jahr die einzige Landesdistanz, die in Deutschland stattgefunden hat, überhaupt. Ja. Kann ich aber so auch echt wenig zu sagen, muss ich sagen. War ich noch nie vor Ort. Müssen wir uns vielleicht mal angucken, jemand. Ja. Ja, damit wären wir durch mit dem, was wir bisher geehrt haben. Wir haben noch einen besonderen Preis übergeben, ein sehr emotionaler Moment an den oder die Siegerin des Lifetime Awards. Es hat sich, glaube ich, rumgesprochen. Es ist ja immer eine lange Diskussion unter verschiedenen Beteiligten. Ein Preis der Redaktion, den wir vergeben für ein Lebenswerk im Triathlon. Der ging in diesem Jahr auch an die Schweiz und zwar an Natascha Battmann, die den Ironman Hawaii 6-mal gewonnen hat. Genauso oft wie Mark Allen und Dave Scott, ja, und damit im Ranking der Frauen auf Platz 2 liegt, hinter Paula Newby-Fraser. Und die immer noch aktiv ist, immer noch kernig ist, die ihren Trainer und Mann Toni Hasler dabei hat. Wir haben eine wunderbare Laudatio gehört von unserem geschätzten Kollegen Ralf Weidbrecht von der FAZ, der den Triathlon-Sport für die Frankfurter Allgemeine Zeitung seit vielen, vielen Jahren eng beobachtet und das Ganze werden wir auch nochmal auf trimark.de stellen, also ein sehr emotionaler Moment. Es ist ja immer unser Anliegen, dass diejenigen, die wir da ehren, davon im Vorfeld nichts wissen, was immer so eine gewisse logistische Herausforderung bedeutet. Gar nicht so einfach. Vor allen Dingen auch, wenn man dann Lebenspartner einweiht. Ja, bei manchen zu Ehrenden hatten wir auch besondere Aufgaben zu verteilen, die da hießen, sorgt mal dafür, dass der um 22.30 Uhr noch nüchtern ist. Ja, also bisher haben wir das immer ganz gut gemeistert. Und von daher nochmal Kudos für das große Lebenswerk von Natascha Battmann. Wer das Ganze nochmal nachlesen möchte, wir hatten das in der vorletzten Ausgabe, glaube ich, wo wir sie nochmal... Müssen wir nochmal reingucken, welches war, kannst du jetzt gar nicht genau sagen, aber ein großes Porträt über sie. Von Fabian Fiedler geschrieben, genau. Ja. Ganz großartige Einblicke in das Leben und Wirken von Natascha Battmann und sie wird ja dann auch im nächsten Jahr über den ADE Drive geführt als neue Inductee in die Hall of Fame von Ironman. Jetzt mal einmal so ein bisschen zuvor gekommen da, aber sie hat es einfach verdient, aus der deutschsprachigen Sicht diesen Preis entgegenzunehmen und ich glaube, da hat sie eine würdige Ehrung erfahren. So ist es. Ja, in diesem Sinne, das waren die Triathlon Awards des Jahres 2021. Das neue Jahr beginnt ja schon. Also wenn man so will, hat es ja schon mit Knallern in Südafrika begonnen. Wir haben jetzt am Wochenende noch Rennen. Wir haben ein großes Jahr vor uns. Es ist ja immer alles fließend, ne? Genau. So, was gehört noch? Eigentlich ist das Triathlon-Jahr ja schon abgeschlossen. Das gehört ja jetzt schon wieder zur Saison 22 dazu, was wir jetzt erleben dürfen. Ich habe das Weihnachten Off-Season. Und das ist eine gute Kombination. Ja, das ist doch auch mal gut. Ja. Ja, apropos Weihnachten, noch als kleinen Teaser, am 1. Dezember, also von dem Moment der Aufnahme hier morgen, startet natürlich wieder unser spannender Adventskalender auf trimark.de. Unter trimark.de/advent könnt ihr jeden Tag eine äußerst, äußerst knifflige Aufgabe euch vorknöpfen, die schon manchen in die Verzweiflung getrieben hat in den vergangenen Jahren. Kollege Simon Müller hat wieder alles gegeben. Es geht darum, Namen zu erraten aus gewissen Hinweisen. Und ich kann schon mal anteasern, es ist nicht so einfach, auch für uns Insider in der Triathlon-Branche, in der Triathlon-Szene, die wir doch mit vielen Namen zu tun haben, müssen wir manchmal doch etwas nachdenken. Ja, man muss so diesen Knoten im Kopf manchmal erstmal loswerden. Ne? Genau. Ja. Das geht los. Es gibt jeden Tag einen schönen Preis zu gewinnen. Also es lohnt sich, jeden Tag auf trimark.de zu gehen oder auf trimark.de/advent direkt dahin oder uns in Social Media zu folgen. Wie gesagt, am Mittwochabend als Auftakt in den Advent, da machen wir nicht eine Kerze an, sondern es gehen die Lichter aus, spätestens nach 19,5 Minuten beim großen FTP-Test. Ach, das wird gut. Ne? Ansonsten diese Woche natürlich wieder am Donnerstag der Podcast von Power & Pace. Ja, und wir hören uns wieder nach dem zweiten Advent, nächste Woche Dienstag, wenn du dann mal... Mit einer neuen FTP, wenn du... Deiner ersten FTP. Gut, also in diesem Sinne,
Habt einen schönen Abend, einen schönen Tag, wann immer ihr uns hört. Bleibt uns gewogen. Und wie gesagt, auch wenn ihr uns hasst, mögt ihr uns doch. Wir mögen euch nämlich alle da draußen. In diesem Sinne. Bis dahin. Bis dann. Ciao, ciao.